dann merkst du, okay, du machst Content, der Leute nicht dazu anregt, bewusster zu sein, sondern im Gegenteil. Mhm, du stimmt. machst Unterhaltung, um Leute unten zu halten. Meine Kernmessage, und das habe ich in meinem Herzen eigentlich auch schon immer gespürt, ist eigentlich dazu da, um Menschen weiterzubringen. Und ich habe so wenig gehabt, keine Freunde, kein Geld, kein richtiges Zuhause, ich habe nichts mehr gehabt. Ich habe in Deutschland nicht das Gefühl, dass wir alle miteinander connected sind. Dein Kern, deine Essenz, deine Seele, die kann nicht leiden. Wenn wir uns mit dieser Corona-Sache von Anfang an angelogen haben, so, was machen die dann vielleicht noch? Dann fängst du langsam an zu verstehen, dass nicht alles, was du siehst, wirklich real ist und alles, was die dir sagen über die Vergangenheit, auch nicht wirklich real ist. Du musst genau gleich funktionieren wie der Typ neben dir. Und wenn du das nicht tust, dann bist du ein schlechter Mensch. Lebt jeden Tag so, als ob es morgen vorbei sein kann. Böse Sachen aussprechen, andere beleidigen, das sind die negativsten Schwingungen, die du haben kannst. Und wenn du die in dir hast, dann werden sie sich auch im Außen manifestieren. Ja. So. Mhm. Geil. Bewertet die Menschen danach, was für ein Herz die haben. Ich finde es auch nicht gut, was wir aktuell als Deutschland gerade in dieser Kriegspolitik machen. Ich habe ein komisches Gefühl, was Europa und so angeht, weißt du? Mhm. Dass da jetzt immer mehr kommen wird. Und ich hatte auch damals, 2020, bei Corona schon ein komisches Gefühl. Alter, guckt jetzt ja keiner hin. Ah, jo. Es guckt ja keiner hin. Ja, das ist so groß. Babykopf, mein Zeh. Stimmt, ist riesig. Okay. Alles. Oh mein Gott. Willkommen zu einem neuen Van Talk. Und heute mal wieder mit Leon. Zum zweiten Mal schon. Der erste Van Talk hat mit Leon Lovelock stattgefunden. In Mexiko damals, in Cancun. Vor anderthalb Jahren ungefähr. Cool. Und jetzt ist Leon einfach wieder zurück in Tulum heute. Wir sind da. Wir sind einfach wieder in Mexiko. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Feier ich. Finde ich geil. Ich auch, ich freue mich. Crazy. Voll. Einfach wieder in Tulum. Einfach wieder in Tulum. Ja, krasses Feeling auch. Ja. Ja. Hättest du gedacht oder wusstest du, dass du wieder hier landen wirst in Tulum? Wusstest du das safe, so wo du das letzte Mal gegangen bist? Ja, safe. Ich wusste, dass ich zurückkomme, aber ich wusste nicht, wann ich zurückkomme. Das war immer so die Frage bei mir. Weißt du, wie ich meine? Das war das, wo ich gedacht habe, so, okay, wann wird der Zeitpunkt sein, dass ich zurückkomme? Und als ich dann in Deutschland war, dann war ich auch echt extrem lange da. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich so lange auch in Deutschland bleibe, wenn ich ehrlich bin. So. Aber Deutschland ist halt echt so, vom Gefühl zieht es dich in so einen Sog rein und du hast wieder so viele Sachen, um die du dich kümmern musst und da kommen ja immer mehr dazu. Also in Deutschland hat man extrem viele Abhängigkeiten, alleine mit den ganzen Behördensachen und so, weißt du? Mhm. Dass du immer das Gefühl hast, du musst jetzt hier bleiben. Und als ich wieder zurückgekommen bin hierher, dann hat mir auch direkt einer geschrieben, der eigentlich auch gerne im Ausland leben würde und hat mir direkt geschrieben und hat gesagt, Bro, ich würde so gerne auch eigentlich gehen. Und dann habe ich ihm das genau das Gleiche gesagt und der hat gesagt, ja Bro, du hast so recht, ich fühle das so krass. Also ich habe das Gefühl, ich darf hier nicht, ich kann hier nicht weg. So, weißt du? Krass. Das haben viele, glaube ich, in Deutschland. Ja. Ja, weil ich weiß noch, wo du gegangen bist. Also ich habe ja irgendwie fast vermutet, dass du schnell wieder da bist. Mhm. Aber das Interessante ist ja, wenn wir jetzt auch mal zurückgucken, weil das möchte ich ja auch von dir jetzt mal wissen. Hey, was hat Mexiko gemacht, als du wieder in Deutschland warst? Ja. Ne? Was hast du reflektiert? Und vor allem auch die Zeit in Deutschland, weil du warst ja dann erstmal warst du in Hannover, oder? Erstmal war ich kurz in Hannover, 1 bis 2 Wochen. Und dann bin ich schon direkt in die Waldhütte gegangen. Genau. Das ist das Interessante. Du bist in diese Waldhütte gegangen. Und ich glaube halt auch, dass du da so viel gelernt hast. Weil wenn ich dich jetzt angucke, als Leon, den ich damals gekannt habe, und dann jetzt der Leon, der wieder zurückgekommen ist. Mhm. Ich habe halt gesehen, du hast dich extrem entwickelt in der Zeit. Ja. Und du hattest ja super viel Zeit mit dir. Und ich würde gerne wissen, was hat diese Zeit in dieser Hütte mit dir gemacht? Und vor allem auch, ob du auch das Gefühl jetzt hast, hey, ich brauchte wirklich diese Zeit dort und es musste so und so lange sein, bis ich wiederkommen kann, weil du jetzt auch anders das Mexiko-Leben genießen kannst, sag ich mal, oder? Ja, safe. Also ich muss generell sagen, so die ganze Zeit, das hat ja schon in Mexiko so ein bisschen angefangen, wo ich mich ein bisschen unwohl in mir selbst gefühlt habe. So, weißt du, hast du ja selber auch mitbekommen. Ja. Ich war nicht richtig in meiner Mitte, ich war nicht richtig so bewusst vor allen Dingen. Unzufrieden, habe mich halt auch von den Problemen noch ein bisschen leiten lassen, die in meinem Leben so passiert sind in der Vergangenheit. Wissen ja viele Leute, haben wir ja im letzten Talk auch drüber gesprochen, was so bei mir in der Vergangenheit passiert ist. So. Mhm. Und deswegen war die Zeit für mich, wo ich so viel Zeit alleine verbracht habe, gerade in dieser Waldhütte, extrem prägend. So. Extrem prägend. Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war es die Hölle. Ja? So? Ja, voll. Kannst gar nicht da auf die... Gar nicht.
Wetter und alles, ne, wahrscheinlich. Generell Wetter, ja genau, Wetter, du hast keine Menschen mehr um dich rum, wirklich so. Da war ja wirklich niemand, so. Die Hütte war nicht wirklich eingerichtet, teilweise sind da Mäuse rumgelaufen und so ein Scheiß, weißt du. Auch gar keine Nachbarn? Doch, da waren schon Nachbarn, aber mit denen hatte ich jetzt nicht, also es ist jetzt halt nicht, weißt du, du hast jetzt keine deepen Talks mit, die waren auch relativ alt schon, also viele Rentner in der Gegend, da wo ich war. Aber die Zeit mit sich alleine am Anfang vor allen Dingen ist halt erstmal nicht einfach, das kann ich auch jedem sagen. Ich finde, die Zeit mit sich alleine ist extrem wichtig, weil man lernt nochmal viel mehr über sich selber so, aber die ist erstmal nicht einfach so, weil in dem Moment halt auch bei mir viele Sachen hochgekommen sind so und ich da noch nicht richtig verstanden habe, dass ich nicht meine Vergangenheit bin, dass ich nicht meine Gedanken bin, dass ich mich damit nicht so krass identifiziere. Im Gegenteil, ich habe mich extrem damit identifiziert und habe mich extrem davon runterziehen lassen. Immer mehr so, weißt du, das war richtig so eine Negativspirale, wo ich immer mehr in den Kopf reingegangen bin, immer mehr aus dem Herz rausgegangen bin und immer mehr mich mal von meinen Depressionen, von meinen Ängsten, von allen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind und auch Zukunftsängste, habe ich mich immer mehr prägen lassen. Das war wie so ein Teufelskreis, weißt du? Echt extrem und es ging auch wirklich eine lange, lange Zeit. Und man muss dazu sagen, ich war auch wirklich halt allein. Ich habe nicht mehr viele Leute in meinem Leben gehabt, mit denen ich mich wirklich austauschen kann, außer meine Familie. So. Warum? Hat sich das entfernt? Weil du dich verändert hast, hast du gemerkt? Oder woran lag das? Kann ich dir gar nicht genau sagen, woran das lag, aber es ist halt einfach so passiert, dass ich nicht mehr wirklich Freunde hatte, nicht mehr wirklich Leute hatte, mit denen ich mich deep unterhalten kann. Und, aber im Nachhinein betrachtet, diese ganze Zeit und diese ganzen Dinge, die da mit mir passiert sind, auch diese ganzen Schmerzen, die ich hatte und diese Depression und Weinen auch voll oft und so, sollte genau so sein und hat mir wirklich gut getan so. Weil irgendwann habe ich dann realisiert, also du gehst dann so tief in dich rein und du bist so, so weit unten eigentlich und irgendwann habe ich dann realisiert so, Bro, das ist es eigentlich nicht, weißt du, wie ich meine? Also ich habe dann irgendwann gemerkt so, wie soll ich dir das beschreiben? Das ist voll schwer zu beschreiben. Das war auch wieder ein Prozess, dass ich dann langsam, langsam wieder aus dem Arsch gekommen bin. So. Mhm. Der ausschlaggebende Grund, was ich allen Leuten auch mitgeben will, ist, wenn die auch vielleicht Depressionen haben oder sich irgendwie nicht gut fühlen mit sich selber, so, dass die anfangen zu verstehen, dass das alles nicht real ist. So, weißt du? Mhm. Dass du in dem Moment hier jetzt gerade, wenn du im Herzen bist und im Bewusstsein drin bist, keine Depression haben kannst eigentlich. Dass du gar nicht negativ denken musst und so, weißt du, wie ich meine? Und vor allen Dingen, was mir am allermeisten geholfen hat, ist, dass du wieder träumst und dass du wieder Ziele hast in deinem Leben, so, weißt du? Egal, in welchem Status du dich befindest, ob du depressiv bist oder nicht, hör nicht auf, an deine Träume zu denken, an deine Träume zu glauben und die versuchen zu realisieren. Mhm. Und wenn du dann anfängst, wieder jeden Tag das Beste zu tun, um deine Träume zu realisieren, dann bist du nicht mehr depressiv. Dann kommst du langsam, langsam aus diesem Status wieder raus, so, weißt du? Hab mir dann wieder meine Träume und meine Ziele vor Augen gehalten, hab mir neue Träume und neue Ziele selber aufgeschrieben so und dann gesagt, ich mache jetzt jeden Tag alles dafür, um diese Träume und diese Ziele zu erreichen. Und das habe ich dann einfach angefangen und umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr ich wieder gearbeitet habe und die Zeit am Tag nicht verbracht habe mit im Bett liegen und depressiv sein, sondern an meinem Traum zu arbeiten, umso weniger hatte ich noch diese negativen Gedanken, so, weißt du? Und parallel dazu habe ich mich halt sehr viel mit dem Thema Bewusstsein auseinandergesetzt, so, weißt du? Dass Wie denn zum Beispiel? Also mit Meditation, Yoga etc., das habe ich auch schon ein bisschen länger gemacht, aber ich habe noch nicht richtig verstanden, was da genau dahinter steckt. Und dann habe ich halt durch die Talks, die ich gemacht habe mit den Leuten wie Kurt Tepperwein und Maxim Mankiewicz so. Das kam jetzt zum Schluss, eher zum Ende hin, ne? Ja, aber das hat mir diese richtige, das hat mir das richtig, also diese, ich war wieder motiviert, ich habe wieder an meinem Traum gearbeitet und dann ist parallel dieses Bewusstseinsthema immer mehr gekommen. So. Und dann habe ich diese Talks gemacht und dann habe ich das auch noch verstanden. Und wenn du dieses Motivationsthema und dieses Bewusstseinsthema dann zusammenfügst, so, dann kannst du eigentlich nicht mehr schlecht drauf sein. Stimmt. Weil du realisierst in dem Moment dann, okay, ey, wenn ich mal negative Gedanken habe oder wenn es mir mal schlecht geht, das hat nichts mit mir zu tun. Mein Bewusstsein, meine Seele, der geht's immer gut. Die ist immer liebend, die bleibt auch, wenn ich gehe. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du das alles realisierst, dann kannst du auch nicht mehr wirklich abgefuckt sein oder dich mit deinen negativen Emotionen und Gedanken identifizieren, sondern dann bist du einfach nur noch. Und dann machst du jeden Tag, wenn du ein Ziel und einen Traum hast, dann machst du jeden Tag das Beste dafür, in dem Moment, im Bewusstsein, um deinen Traum und dein Ziel zu erreichen. So. Ja. Das sind so die Erkenntnisse, ne, die du ja quasi dann auch nur gewinnen konntest, weil du ja auch die Zeit mit dir hattest. Ja, ja, ich glaube, ich musste so tief fallen, damit ich da auch wieder rauskomme. So. Mhm. Weißt du? Ich glaube, ich sollte das erleben. Weil wenn du das nicht erlebt hast, dann weiß ich nicht, ob dich das dann... Weil das hat mich motiviert, mich noch mehr mit mir selber auseinanderzusetzen, weißt du? Ja, ja, voll. Um das zu verstehen, warum ich so bin und warum ich so denke und was das alles soll eigentlich, so, weißt du?
Ja. Es ist auch interessant, weil man sieht ja voll an. Oh, es ist auch, es ist auch interessant, weil man sieht ja auch voll an deinem Content. Ja, dein Content ist ja voll anders jetzt. Mhm. Wenn man überlegt, ne, letztes Jahr, was hast du da so gemacht und was machst du jetzt? Jetzt machst du halt super viele Reactions auf super interessante Sachen. Was für Themen hast du da alles? Hast du letztens eine Wasser-Reaction gemacht? Du beschäftigst dich einfach mit Dingen, die richtig deep sind, wo sich kaum jemand mit beschäftigt. Und auf einmal merkst du auch, das fühlt sich anders an. Und auf einmal die Reaktion der Leute ist krass, oder? Ja, voll. Das kam dann auch mit diesem ganzen Bewusstseinsthema. So, weißt du, umso bewusster ich geworden bin, umso bewusster und umso... ja, umso mehr ich mich selbst auch beobachten kann und vor allen Dingen auch die Message, die ich nach außen trage, so, umso mehr hat sich das auch gewandelt, was für ein Content ich mache. Weil umso bewusster du wirst, umso mehr wird dir bewusst, was du eigentlich tust. Weißt du? Und dann merkst du, okay, du machst Content, der Leute nicht dazu anregt, bewusster zu sein, sondern im Gegenteil. Du machst Unterhaltung, um Leute unten zu halten. Weißt du, wie ich meine? So, dieses Ganze, auch die Macht der Sprache und so, damit habe ich mich auch beschäftigt. Und da merkst du dann einfach, okay, krass. Ey, Digga, eigentlich machst du nichts Gutes auch im Endeffekt, so, weißt du? Ich meine, okay, wenn du Leute zum Lachen bringst und so, ist vielleicht hier und da auch cool. Ich würde jetzt niemals Entertainment sagen, ist jetzt komplett Schrott und ich würde nie wieder einen Song machen, der jetzt keine deepe Message hat oder mal ein Video machen mit euch oder so, wo wir ein bisschen lustig einfach sind, so. Aber meine Kernmessage, und das habe ich in meinem Herzen eigentlich auch schon immer gespürt, ist eigentlich dazu da, um Menschen weiterzubringen, weißt du? Um Menschen zu motivieren, Menschen zu inspirieren, Menschen wieder ins Herz zurückzuführen. Das ist das, was mich auch am meisten glücklich macht, so, weißt du? Wenn ich diesen Content mache und wenn ich dann Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, ey Bro, wegen dir, weiß ich nicht, ist mein Leben besser geworden, wegen dir bin ich mehr motiviert, wegen dir habe ich den Fokus auf die richtigen Dinge im Leben gelegt, so. Ja. Geil. Und wie war das? Wie es vom Licht her ist, gut, ne? Ja, ich glaube, es ist gut. Okay. Ja, ist ein bisschen schattig vom Baum, aber ne, so Sonne, Schatten, aber ist okay. Ja. Aber nochmal ganz kurz auch auf die Zeit in Deutschland zurückzukommen. Was hast du da jetzt so gemacht eigentlich? Also ich meine, klar, du warst in der Waldhütte, da hast du ein bisschen zu dir gefunden, sag ich mal, war eine wichtige Zeit. Was ist dann passiert? Was hast du gemacht? Du hast angefangen mit deinem Coaching auch wieder, oder? Ja, das Ding ist so, ich bin so ein Typ, ich lasse mich vom Leben treiben, so, weißt du? Ich gucke auf die Zeichen und ich gucke, was mein Gefühl mir sagt, was ich jetzt als nächstes zu tun habe und dann tue ich das einfach, weißt du? Ich habe gemerkt, okay, bei meiner Mom zu Hause in dieser ganz kleinen Wohnung, die hat keine große Wohnung, und da zu bleiben für lange Zeit, das hat mir nicht gut getan, so. Obwohl die Connection mit meiner Mom mir in der Zeit extrem gut getan hat, weil die Waldhütte war auch nicht weit weg und auch mit meinen Großeltern. Schöne Grüße an alle raus, auf jeden Fall an der Stelle, ich liebe euch. Genau, da habe ich dann gemerkt, okay, hier so die ganze Zeit, ich brauche Zeit für mich selber, ich muss nachdenken, ich muss mich reflektieren und so. Und dann bin ich halt in die Waldhütte gegangen, das hat sich auch so ergeben. Meine Großeltern sind da gerade vor ein paar Monaten ausgezogen und sind in so ein Haus gezogen, wo in der Nähe halt Ärzte sind, so betreut mäßig, weißt du? Mhm. Dass wenn irgendwas ist im Alter und so, dass da Leute sind, die sich kümmern, so. Und dann stand die Waldhütte halt leer und dann habe ich sogar mitgeholfen, die Waldhütte zu verkaufen. So, das war also für alle Seiten gut. Ich konnte da leben und habe dann Besichtigungen gemacht und so, dass Leute das Ding kaufen. Jetzt verkauft? Dann war ich da, ja genau, dann war ich da und ich wusste auch nicht, wie lange ich da bleibe, so. Ich habe da auch wieder einfach losgelassen und einfach geguckt, was passiert. Und eines Tages hat mein Onkel gesagt, ja ey, oder beziehungsweise wir haben das Ding dann verkauft. Mein Onkel hat gesagt, ey, die wollen Ende des Monats einziehen. So. Ah, ja. Dann war ich so, okay, die wollen Ende des Monats einziehen, alles klar. Und du so, wusstest gar nicht erstmal wohin. Ich wusste gar nicht, keine Ahnung. So, ich war okay. Und da war noch die Phase, wo es auch nicht so innerlich bei mir nicht so geil aussah, weißt du? Also ich war echt noch sehr down so. Und aus dem Nix hat mir jemand geschrieben und hat gesagt, ey, komm nach Worms, ich kann dir helfen. So. Oh. Ich habe eine Wohnung, meine Schwester ist da gerade ausgezogen, bla bla bla, du kannst da einfach reingehen. Voll möbliert und so, geh da einfach rein. Mhm. Und da möchte ich auch Grüße raushauen an die Linda. Das war diejenige, die mir die Wohnung da klar gemacht hat und die hat auch wirklich versucht, mir zu helfen, so weißt du, in mehreren Bereichen. Die hat einfach gesagt, dass sie gemerkt hat, was für ein großes Herz ich habe und wie gut meine Message eigentlich im Kern ist so und wollte mir einfach helfen. Weißt du? Und das ist für mich auch wieder das Universum gewesen. Das war Gott für mich. Weil immer dann, wenn irgendwas passiert und ich nicht mehr weiß, wo es weitergeht, kommt irgendein Zeichen oder irgendein Mensch, der mich wieder in die richtige Richtung treibt. So, weißt du? Und dann war ich halt in der Wohnung drin, in Worms. Hab da auch nochmal 6 Monate, glaube ich, gelebt. Also insgesamt war ich 1,5 Jahre in Deutschland. Hab da nochmal 6 Monate gelebt. So. Und da muss ich auch sagen, da war der Zeitpunkt in dieser Wohnung, wo ich irgendwann... Das war bei einem Besuch bei meiner Mom, habe ich mit meiner Mom unterhalten. Und meine Mutter ist eh schon immer eine große Inspiration und Motivation für mich gewesen, weil ich halt auch als Ziel habe, dass meine Mutter ihre Träume noch ermöglichen kann, so weißt du.
Und diese Zeit mit der Familie und viel mit mir selbst so, hat mir wieder ein neues Feuer gegeben. Weißt du? Und dann in Worms habe ich dann angefangen wieder zu sagen, okay, Digga, jetzt fängst du an, jeden Tag ein Video hochzuladen und fast jeden Tag zu streamen und du hörst nie wieder damit auf, so. Weißt du? Ja, nie wieder. Ich lasse mich nie wieder von irgendwas von außen so lenken, dass ich nicht mehr motiviert bin. Nie wieder, ich schwöre dir. Also ich war so tief und ich habe so wenig gehabt. Keine Freunde, kein Geld, kein richtiges Zuhause. Ich habe nichts mehr gehabt, so, weißt du? Irgendwie verloren erstmal. Verloren in Anführungszeichen. Moment, und das hat mir wieder dieses Feuer angemacht, so. Ja. Da habe ich für mich realisiert, nein, Bro, du bist das nicht, weißt du? Du bist mehr als das. Fang wieder an zu träumen und gib Gas. Und dann habe ich angefangen zu streamen. Und als ich das für mich entschieden habe, auf einmal kam diese Maxim Mankiewicz. Kurt Tepperwein. Kurt Tepperwein für mich, sage ich dir ganz ehrlich, dieser Talk mit Kurt Tepperwein war für mich, wie für viele, glaube ich, wenn die Ayahuasca nehmen. Mhm. Das war für mich so krass bewusstseinserweitert. Das hat mir nochmal richtig so, oh, ich weiß nicht, ich habe beim Schneiden geweint, weißt du, wirklich von ganzem Herzen so, weil es einfach, ich habe gespürt, das ist die Wahrheit so, weißt du. Hör einfach nur zu. Hör einfach nur zu und lass es so tief wie möglich in dein Herz rein, dass du das nie wieder vergisst, so. Und ja, umso mehr ich Gas gegeben habe, umso mehr Segen hat Gott und das Universum mir wieder geschenkt so. Und umso mehr ging es wieder aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und habe ich halt einfach weiter Gas gegeben, weiter durchgezogen. Und dann kam der Zeitpunkt wieder, wo die Vermieterin gesagt hat, dass die die Wohnung irgendwie reparieren wollen, da irgendwas machen wollen und dass ich ausziehen muss. Oh. Weißt du? Okay. So. Und da hatte ich wieder nur einen Monat Zeit so. Ende des Monats müssen sie ausziehen. So. Dann stand ich halt wieder da, so, weißt du, wie ich meine? Und dann war ich aber dieses Mal durch diese Talks auch mit Kurt Tepperwein und durch dieses Beschäftigen mit dem Bewusstsein, habe ich so ein heftiges Vertrauen an den Tag gelegt. Ich schwör's dir, ich habe einfach jeden Tag weiter gehustelt, weiter, mir gar keine Gedanken gemacht, weiter trainiert, weiter meine Videos gemacht, jeden Tag gestreamt, null über irgendwas nachgedacht, hier und da mal eine Story gepostet, ey, hat irgendjemand eine Wohnung oder mal Freunde gefragt, mal Familie gefragt, ob die irgendwas haben oder ob da irgendwas kommt, so, weißt du, ich habe meine Fühler so ausgestreckt, ob irgendwas kommt und habe wirklich gewartet bis eine Woche vorher, 10 Tage, bevor ich ausziehen musste und dann hast du mir geschrieben, Laura kommt nach Tulum. So, und für die, die es nicht wissen, als ich das erste Mal nach Tulum gekommen bin, war das auch wegen Laura und Nate57, schöne Grüße gehen raus und das war für mich dann wieder ein Zeichen, so, weißt du. Ja, ja. Da habe ich dieses Zeichen gesehen, dann, ich gucke halt mittlerweile auch viel auf Zeichen, auf Zahlen, auf Menschen, auf, ich versuche Zeichen zu sehen, weil meiner Meinung nach schickt Gott und das Universum die ganze Zeit dir Zeichen, was du als nächstes zu tun hast. Ja. So. Und wenn du die siehst, dann ist es geil, weil dann kannst du dich dem hingeben und dann kannst du einfach diesen Zeichen folgen und die Zeichen bringen dich auf den richtigen Weg, den du gehen musst, so. Und dann habe ich, wo ich den Flug buchen wollte, habe ich, war es 11.11 Uhr und so eine Sache, weißt du, was ich meine, so, da habe ich gemerkt, so, okay, das ist ein Zeichen. Auf einmal schreiben mir noch 2 andere Leute, mit denen ich null Kontakt hatte, ey, wir gehen nach Tulum. Auf einmal kam voll viel Tulum und Mexiko auf einmal wieder so in mein Leben. Und das war für mich das Zeichen, okay, let's go. Und dann habe ich dem vertraut und bin einfach hergekommen. Bisschen Schiss hattest du, ne? Muss man ehrlich sagen, bisschen minimal, war komisch, das Gefühl, hast du mal gesagt. Bisschen komisch. Eigentlich nicht, ne? Leichte Nervosität nur. Aber ich habe nur so gesagt, nervös bisschen, ein bisschen. Ja, Schiss hatte ich nicht, Angst hatte ich nicht. Ich hatte nur so eine leichte Nervosität dann so. Aber das war auch nicht extrem. Und das war auch nur, das, halt das hat 2-3 Tage vorher angefangen, so, dass ich eine leichte Nervosität hatte. So. Weil, na klar, Digga, 12 Stunden Flug. Ich war gerade so krass im Hustle drin. Da hat man so leichte Bedenken gehabt, sage ich mal. Aber ich habe dann abends bei meiner Meditation, habe ich dann auch wieder realisiert, Bro, diese Gedanken und so, das ist alles nicht real. Weißt du? Und dann vor allem, wo du ja hier warst und das, ich erinnere mich halt noch wie gestern. Ich erinnere mich wie gestern, wir haben telefoniert und du hast gesagt, es ist ein bisschen komisch, auch diesen Schritt nach Mexiko wieder zu gehen. Es ist ja auch so. Es ist halt so, wie du gerade gesagt hast, wenn du in Deutschland bist, fühlst du es ja nicht so, wie wenn du hier bist. Aber das Krasse ist ja, dass wo du dann hier warst, ab dem Moment, ja, war ja komplett weg, ne? Ja, voll. Einfach voll. Andere Energy. Ja, safe. Ich habe auch hier wieder gemerkt, so diese Sonne, ne? Dieses Sonnenthema und also 2 Sachen, die mir hier extrem gut tun, ist die Sonne, weißt du, der Himmel, das alles zu sehen so, also einfach die Natur, sag ich mal, ich fasse es mal als Natur zusammen, Sonne, Palmen, Grün, Himmel, das finde ich erstens geil und zweitens, was sogar noch heftiger für mich ist, ist, dass du täglich Menschen auf der Straße begegnest, die dir in die Augen gucken. Einfach nur in die Augen gucken, aber richtig in die Augen gucken. Die gucken dich an, ohne Hintergedanken. Du spürst es ja, weißt du? Die gucken dich einfach an und manchmal fangen die einfach an zu lachen. Wenn die sehen, du bist auch glücklich und strahlst was Gutes aus, dann fangen die einfach an zu lachen.
Ey, das gibt mir so viel, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein Lächeln von irgendeinem Menschen, den ich nicht kenne, macht meinen Tag um 10% besser, so, weißt du? Aber wie ist das denn in Deutschland? Also ich war ja seit so vielen Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, da zu sein. Ich habe das vergessen, glaube ich. Yeah. Ist das geht doch schnell. Ja, ich habe beides vergessen. Ich habe, wo ich hier war, Deutschland vergessen. Und wo ich in Deutschland war, habe ich Mexiko schon vergessen gehabt. Ja, nach ganz kurzer Zeit so. Man ist schnell wieder von diesem ganzen Energy, von dem Vibe, man ist wieder voll drin. Ne? Aber ich weiß noch, wo ich gelandet bin. Das habe ich noch wie, als ob es gestern wäre im Kopf. Als ich gelandet bin in Deutschland und diese Energie, auf einmal habe ich diese komischen Bauchschmerzen gekriegt, die ich auch immer habe in Deutschland. So. Ja. Dieses Drücken so ein bisschen, weißt du? Aber das geht auch ganz schnell, gewöhnst du dich wieder dran und denkst, es ist normal. Ah. Weißt du? Ja, ja. So, dann denkst du nicht mehr, okay, in Mexiko war es anders oder so. Okay. Dann nimmst es einfach so hin, wie es ist. So. Das ist krass. Ja, ist krass. Das ist krass. Das hält auch, glaube ich, viele davon ab, den Move zu machen. So. Mhm. Weil jeder von euch weiß ganz genau, wenn er irgendwie mal raus aus Deutschland ist, wie es ihm dann geht. Mhm. Weißt du? Und die meisten wissen auch, ey, mir geht's eigentlich besser. So. Das liegt auch an den Sachen natürlich, wenn du im Urlaub bist, dann lässt du mal viel los, weil du nicht mehr in der alten Umgebung abhängst. Mhm. So. Aber es liegt auch meiner Meinung nach an dem Flavor in Deutschland, an der Gesamtenergie. So. Du hast nicht mehr das Gefühl, also ich habe in Deutschland nicht das Gefühl, dass wir alle miteinander connected sind. Ich weiß das zwar, aber ich habe das Gefühl nicht mehr. Ja, ich laufe rum, ich gehe raus, ich gucke, die Leute gucken mir nicht in die Augen. Die sind alle irgendwie sehr, ziehen eine Fresse so, wenige sind am Lächeln. Einfach so im Gym am Laufen und am Lächeln, so. Siehst du eigentlich keinen außer mich. So, weißt du, was ich meine? So, das ist halt schon heftig. Du warst auch im Sommer da, stimmt. Naja, hast du den Unterschied gemerkt, so ein bisschen Sommer, Winter in Deutschland, merkt man das? Ja schon, klar. Leute werden wieder ein bisschen positiver, so. Langsam kommen wieder diese Frühlingsgefühle hoch und so. Das ist schon schön, so. Also ist das Wetter schon... Wetter ist schon ausschlaggebend, aber der Grundvibe bleibt trotzdem der gleiche. Ja. Okay. Ja, weil du hast keine richtige... Guck mal, ich bin jetzt hier barfuß gerade so, ne? Ja. Wie viele Leute siehst du in Deutschland barfuß rumlaufen im Sommer? Weißt du, jeder hat Schuhe an. Also diese Connection zu der Natur ist trotzdem nicht so heftig. Mhm. Außer in der Waldhütte. Mhm. Da war ich ja auch im Sommer, das war schon extrem geil. Weil da bin ich jeden Morgen raus, Vögel zwitschern, Ruhe, mit Natur connected und so. Also wenn du in der Natur lebst, ist eigentlich egal wo auf der Welt, wenn du in der Natur lebst, so, das macht dich happy, glaube ich. Ja, krass, du bist richtig naturverbunden geworden, ne? Ja, ja, weil ich einfach, ich sag dir ehrlich, ich habe schon immer gespürt, dass wir irgendwie alle miteinander connected sind. So. Das ist auch ein Grund, warum ich damals auch mit einem Grund, ich bin zwar aus gesundheitlichen Gründen vegan geworden, aber... Dann mit der Zeit, was mich dabei gehalten hat, ist einfach auch die Connection mit den Tieren und so, weißt du? Ich habe schon immer intrinsisch gespürt, dass wir alle miteinander verbunden sind. Deswegen kann ich auch keine anderen Menschen hassen. Egal, was die über mich sagen, egal, wie die über mich reden, die können mich schlagen, die können mich verletzen, die können mir antun, was die wollen. Ich weiß ganz genau, dass der mit mir connected ist, so, weißt du? Ich kann den nicht hassen, ich kann Menschen nicht hassen, so. Mhm. Und daran habe ich schon gemerkt, aber das dann in dein Bewusstsein reinzubekommen und wirklich quasi den Beweis dafür zu bekommen, dass das wirklich so ist, das connectet dich mit der Natur, mit den Tieren, mit allen anderen Menschen so. Das ist einfach so. Ja, das ist voll schön, wie du das so sagst, als würdest du deinen Seelenfrieden so gefunden haben, ne? Ja. Würdest du das so sagen, dass du irgendwie auch so ein Erwachen hattest oder so zu einem bestimmten Zeitpunkt? Oder kann man das so nicht sagen? Ja, es war ein Prozess, glaube ich, weißt du? So ein Prozess, Step by Step. Also dazu hat auch diese Trauma-Zeit, diese Waldzeit, diese Depressionszeit hat auch mit dazugehört schon, glaube ich. Da war so der Anfang zu diesem mehr oder weniger spirituellen Erwachen, kann man schon irgendwo so sagen. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, man lernt natürlich immer noch dazu. So, weißt du? Man erwischt sich natürlich auch manchmal noch mit Gedanken oder so. Mhm. Das Wichtige ist halt, dass du dich dann abends hinlegst oder am nächsten Tag, wenn du deine Meditation machst und dann wieder realisierst, wieder zurückkommst in dein Bewusstsein rein. So, weißt du? Immer wieder zurückkommen. Also schaffst du das durch die Meditation jetzt? Ist das so dein Tool, sag ich mal, was dir am meisten hilft? Ja, also bei mir sind es drei Sachen. Meditation, Beten und Yoga. Mhm. Ja. Das sind die drei Sachen, wo ich immer wieder zurückkomme. Und auch Gespräche mit Menschen, die auch auf einem krassen Bewusstsein unterwegs sind. Die reminden auch einen immer gut an diese Sachen. So, weißt du? Sich Dinge reinzuziehen. Das Gute ist halt auch bei den Reactions, die ich mache, ich gucke mir halt genau den Content an, der mich auch immer wieder daran erinnert, was Phase ist. So. Yeah. Weißt du, was ich meine? So, und das ist ja auch wie eine Art Gehirnwäsche für sich selber. So. Stimmt. Das ist auch das, was mich so extrem erfüllt bei dem Content, den ich gerade mache. Weil jedes Mal, wenn ich Content mache, merke ich, wie der Content mich auch wieder an die Wahrheit erinnert. Und ja, das ist einfach ein geiler Kreislauf. So. Weißt du? Ist nice.
Aber so, dass ich jetzt so einen erwachenden Moment hatte, wenn dann der Talk mit Kurt Tepperwein. Ja? Ja. Also da hast du dann quasi wirklich mitgenommen, oder was hast du genau mitgenommen, sag's nochmal, mit dem Talk mit Kurt Tepperwein ganz speziell. Das ist deep. Das ist deep. Ja, eigentlich, das wäre wir sind als Menschen so. Und dass wir unendliches Sein sind? Ja, kann man das so sagen? Weil ich finde die Message von Kurt Tepperwein, an der Stelle, ich habe Kurt Tepperwein immer mir reingezogen. Ne? Also sehr viele Videos und ich bin ja voll der Fan und ich habe ja das auch damals gesagt, ne, zu dir, ey, zieh dir den rein, der ist so krass und so. Ich kenne Kurt Tepperwein wegen ihr. Also ja, der ist krass. Talk mit Kurt Tepperwein und mit Maxim Mankiewicz sind auf ihrem Mist gewachsen. So. Nein, ist so. Ja, weil ich mag die wirklich gerne und ich finde auch, was sie sagen, man spürt das auch irgendwie. Das ist gar nicht so, du hörst und du fühlst es einfach mit deinem ganzen Sein, mit all deinen Sinnen. Okay, da ist das. Das ist es. Das ist es. Und ich muss sagen, der hat ja immer das so. Sieht man mir auch an, wenn ihr das mal reinzieht, einfach den Talk mit Kurt Tepperwein, müsst ihr mich mal angucken währenddessen. Ja. Also man sieht richtig an allem, an meiner Gestik, Mimik, was das mit mir macht gerade in dem Moment. Das Krasse ist auch, der Mann, muss man auch mal sagen jetzt, der ist ja schon ein bisschen älter. Und die meisten Leute würden sich den gar nicht reinziehen. Aber jeden, den ich den geschickt habe, egal wie alt, egal was für ein cooler Typ, egal, die sagen alle, boah, der Mann, der ist so weiß. Man fühlt einfach. Und dieser Mensch, der steht ja auch da, oder was heißt, der steht dazu, der verbreitet sozusagen die Message oder dass man es auch wirklich versteht, hey ja, wir sind unendliches Sein. Mhm. So, das ist ja, ne? Das ist auch, was ich dazu sagen muss, weil du das auch gerade gesagt hast, jedem, den du den zeigst, der reagiert positiv auf ihn. Mhm. Ich habe das Video hat 99,9% positive Bewertung. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video gehabt, der hat wahrscheinlich, ich glaube, das hat 4000 Likes oder so, haben wahrscheinlich 3-4 Leute Daumen runter gedrückt. So. Das hab ich, so eine Bewertung habe ich auch noch nie gehabt in meiner ganzen Zeit, so, weißt du? Daran merkst du, das ist heftig einfach. Das ist heftig. Obwohl ich dazu sagen muss, weil ich komme ja aus einer anderen Bubble, sage ich mal, aus einer anderen Szene, so. Ja, genau. Gab es 1-2 Leute, die das nicht richtig verstanden haben, aber mich immer wieder fragen, so. Deswegen finde ich die Frage von dir eigentlich geil, so, wie ich das interpretiere, was er mir da gesagt hat, so. Und zwar ist das die wichtigste Erkenntnis für mich gewesen, dass du nicht du bist. Dass du nicht der bist, der du denkst, der du bist. Ne? Wie wir auf die Welt kommen, genau. Genau. Also deine ganzen vergangenen Erlebnisse, die du gehabt hast, deine ganzen Emotionen, die du fühlst, deine Gedanken, die du jeden Tag hast, deine Zukunftsängste, all diese Sachen haben nichts mit dir zu tun. Nichts mit deiner Seele, mit deiner Essenz, mit deinem Bewusstsein, wie er sagen würde. So. Mhm. Ich finde, es gibt noch mehr Wörter dafür, so Seele, Essenz könnte man sagen, dass du nichts mit diesen ganzen Sachen zu tun hast. Und das alleine zu verstehen, das ist so powerful, weil ich bin mir sicher, hundertprozentig sicher, dass die meisten Leute, denen es schlecht geht, dass es denen nur schlecht geht, weil sie das nicht verstanden haben. Weil wenn du das verstanden hast, dann kann es dir nicht mehr so schlecht gehen. Weil du weißt, dass dein Kern, deine Essenz, deine Seele, die kann nicht leiden. Weißt du? Die kann einfach nicht leiden. Und wenn du das für dich realisierst, automatisch fängst du an, weil du musst dir das so vorstellen, was ich mir auch immer vorstelle, ist so, du kannst ja deine Gedanken, deine Emotionen, deinen Körper und alles, was passiert im Außen, beobachten. Mhm. Ne? Ja. Wer ist das, der das beobachtet? Mhm. Das musst du dir einfach klar machen. So, wer ist das, der das beobachtet? Mhm. Das bist ja nicht du. Ja. Da gibt es ja irgendwas, was das alles beobachten kann. Du kannst dich hinsetzen und versuchen, deine Gedanken zu beobachten. Dann siehst du die kommen. Und du beobachtest die, du sagst, krass, guck mal, das denke ich gerade, heftig und so. Und dann geht das auch wieder, wenn du dich nicht damit identifizierst, weil du weißt, dass du das nicht bist. Mhm. Weißt du? Ja. Das ist so krass. Also so Step by Step. Ich habe noch 1-2 andere Leute, ich habe noch einen, den ich euch gerne ans Herz legen würde, ist Your Higher Self auf YouTube, ein Kanal. Okay. Der macht so Meditations und den ziehe ich mir fast jeden Abend auch rein. Der redet eigentlich genau über das Gleiche. Mhm. Eigentlich jeder, der das verstanden hat, redet eigentlich genau über die gleichen Sachen. So, weißt du? Weil es gibt eigentlich nur eine Wahrheit. Ist so. Ja. Jeder drückt sich anders aus. Genau. Und das Schöne ist halt bei Kurt Tepperwein, er macht das so, dass es irgendwie jeder... Sorry. Das macht er öfter, gell? Ja. Der macht das irgendwie so, dass man das... Der sagt das mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Selbstverständlichkeit, sodass du gar keinen Zweifel haben kannst, weil bei anderen Leuten und so, die erzählen das und dann denkt man sich so manchmal, was erzählt der für komische Sachen, weißt du? So andere Leute, die denken, die sich damit vielleicht noch nie auseinandergesetzt haben, die denken, was labert der? Und er sagt das so,
ja, hä? Gibt's gar nichts anderes. Ja, so. Was ist los? So, wenn du ihnen eine Frage stellst, sagst du, so. Und dann denkst du, ach so, ja, das ist, nee, man muss sich das wirklich reinziehen. Deswegen hier nochmal an alle Kurt-Herr-Wawein-Leute, der wird euer Leben verändern. Ich schwör's dir. Wenn ich schon so weit wäre, würde ich sagen, hey, hört mir zu, aber ich könnte das gar nicht so rüberbringen. Dieser Mann ist einfach, der ist weise, er ist alt. Er lebt das seit, wie vielen Jahren hat der, wann hat der seine Erleuchtung? Vor vielen Jahren, glaube ich, gehabt, ne? 17, 18. Ja, überleg mal, wie viele jetzt Jahre. Jetzt ist er 90. So, das ist krass. Und der ist noch fresh, ne? Der sagt zwar, seine Batterie geht irgendwann leer, sagt er kann nicht mehr so, daran aber... Daran merkst du das einfach, daran spürst du das einfach. Deine Essenz, deine Seele, dein Sein altert nicht. Tut es nicht. Die Menschen, die altern und nicht mehr so klar sind und sich... Das sind die Menschen, die sich so krass mit ihrem Menschsein identifizieren. Weißt du? Ich glaube, weil er sich nicht damit identifiziert und weiß, dass das alles nur eine Hülle ist, dass es nur sein Vehikel ist für die Zeit, wo er hier auf der Erde lebt, so. Deswegen ist er so klar, weil er sich damit nicht identifiziert. Wenn du dich damit identifizierst, dann kriegst du Depressionen. Ja, dann denkst du darüber nach, scheiße, ich werd alt. Dann hast du Angst vorm Sterben. Dann hast du dies, dann hast du das. Hast du Angst? Und genau, das gibt, nimmt dir so viel Energie und so viel Power weg, um weiterhin das zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. So, weißt? Und das merkst du ihm einfach an. Er identifiziert sich null mit seinem Altwerden, mit den Schmerzen, die er eventuell hat oder mit den körperlichen Leiden oder so. Das merkst du einfach. Boah, das ist aber auch krass. Das ist halt krass, wenn man so bewusst ist. Und da muss ich auch mal dran denken, da ich ja auch gerade faste, ne? Also da habe ich auch einen ganz anderen Bezug zu mir, eine andere Connection zu mir. Oh, kurz. Sorry, Kamera hält. Kamera fängt immer an zu stoppen. Stoppt immer einmal nach 30 Minuten. Ich muss mich hier abschützen. Weil ach so. Dann schaffe ich das nicht. Okay, jetzt rede ich ja gerade. Aber es ist sonst so anstrengend, weißt du, mit dem Arm. Ja. Also, was ich sagen wollte, und zwar, ich faste ja gerade Tag 16 heute. Und ich merke dann zum Beispiel auch immer, du hast halt die Connection zu dir einmal extrem und zu allem anderen ja dann auch. Und was ich sagen wollte... Dieses Bewusstsein, was hat mir gerade gesagt? Nee, ich hatte gesagt, dass er sich nicht identifiziert mit seinem Älterwerden, mit seinen körperlichen Schmerzen, mit den ganzen menschlichen Sachen und deswegen so klar und bewusst im Moment sein kann, weil er sich halt mit allem anderen nicht identifiziert. Und glaube ich, wolltest du dazu was sagen wegen Fasten? Ja, ja, ich wollte dann sagen, es ist einfach so, dass du, wie gesagt, diese Connection verspürst, so wie auch ein Eckhart Tolle. Ich habe das vorhin mit Laura auch schon besprochen, es ist total interessant einfach, dass du dieses... Einfach sein, dieses einfach sein lernen. Also muss das irgendwie lernen, weil wir vergessen halt dieses Sein einfach. Weil dann kommen auch, ich habe das letztens gehabt, Leon, ich bin durch die Straßen gelaufen, einen Spaziergang in der Natur. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, keine Ängste, nicht um morgen, was passiert gestern, was war da wieder, was war da, einfach hier und jetzt, okay, mit der Natur. Die ganzen Sinne haben alles wahrgenommen, okay, Augen, Ohren, Nase, also... Ich muss einmal kurz... Ja, ist gut. Oh, mein Knie, Digga. Bisschen eng hier. Ja, und dementsprechend... Wenn nicht, dann nehme ich einfach, weißt du gleich. Ja, erzähl. Ja. Sorry. Ja, alles gut. Und dementsprechend mit diesen ganzen Sinnen, was du wahrnimmst. Und weil Laura war doch in diesen, in Indien, wo die da diese Augen verbunden haben eine Woche, eine Woche nichts gehört haben, wo du die Sinne wieder geschärft hast. Und das passiert ja beim Fasten. Du bist ja wieder connected mit dir. Weil du isst ja auch nicht, du wirst nicht abgelenkt. Dadurch hast du diese wahre Essenz, dieses Seins fühlst du ja dann viel mehr. Und dann hatte ich zum Beispiel diesen Moment, dass ich einfach so Freudentränen hatte und so ein überwältigendes Gefühl kam dann in mir hoch, wo ich gar nicht weiß, woher das eigentlich kommt. Das kam nur, weil ich hier und jetzt im Sein bin ich. Und das ist halt das, was die ja auch alle sagen. Das ist halt dieses einfach Dasein, Mann. Das ist einfach true. Das ist so krass. Das ist einfach true. Das ist so krass. Wenn das jeder könnte, wäre halt jeder total erfüllt. Das ist ein erfüllendes Gefühl. Safe. Muss dir mal überlegen. Ohne alles so. Nur du. Ja, klar. Und das ist auch das, was du gesagt hast, ist... Man muss es lernen so. Du hast recht, ne? Man muss es lernen irgendwie. Und das, du hast ja auch gesagt, das ist... Schwer auch, aber eigentlich ist es nicht schwer. Weißt du, eigentlich musst du es auch nicht lernen, weil du bist es ja. Du hast es ja schon in dir. Aber ich sehe das genauso. Du musst dich quasi, du musst dich entcracken, Digga. Was auch krass ist, deine Zirbeldrüse zum Beispiel. Damit sollten sich Menschen auch mal beschäftigen. Die Zirbeldrüse ist ja das auch, was DMT ausstößt. Weißt du, das ist in deinem Gehirn, in der Mitte hier drin. Leute sagen auch das dritte Auge dazu. Und das ist voll gecrackt mit Shit, weil wir den ganzen Tag, viele Leute putzen sich Zähne mit Fluorid, weißt du, Zahnpasta. Habe ich gelesen auf jeden Fall. Diese Salzgeschichten und diese ganzen Sachen, die sorgen alle dafür, dass du nicht richtig bewusst bist. So. Der Content, den du dir jeden Tag reinziehst, das ist auch eine Sache, die dich ganze Zeit von dem Bewusstsein weghält. Wenn du dir den ganzen Tag nur irgendwelche negativen Sachen reinziehst oder Dinge, die dich davon abhalten, bewusst und im Moment zu sein,
gerade so negative Sachen, so wie Beef und schlechte Redereien und diese ganzen Sachen, wo die Leute sich am meisten für interessieren, auch heutzutage so, das sind die Sachen, die dich von dir selbst am meisten auch wegbringen. So. Ich merke das auch. Was ich halt geil finde, ist, dass mit der Zeit immer mehr Leute auch den Content, den ich jetzt gerade mache, feiern so, und dass das auch wirklich eine krasse Aufmerksamkeit bekommt, weil normalerweise ist man gewohnt, dass der Beef-Content, der negative Content, der Content, wo es um Sachen geht, die einfach nur dafür da sind, um Leute zu unterhalten, dass der am besten ankommt. Aber ich merke langsam, dass ich habe so das Gefühl, es ist so, seit Corona ist so ein leichter Ruck nochmal durch die Gesellschaft und durch die Zivilisation gegangen, wo nicht alle, aber nochmal ein paar mehr Leute irgendwie angefangen haben, sich mit mehr zu beschäftigen als das, was uns die ganze Zeit präsentiert wird, so, weißt du? Mhm. Und angefangen haben, langsam Dinge zu hinterfragen und zu gucken, ey, weil, du merkst, guck mal, wenn die uns mit der einen Sache, wenn die uns mit dieser Corona-Sache von Anfang an angelogen haben, so, was machen die dann vielleicht noch? Dann fängst du automatisch an zu hinterfragen und alle Dinge, die du im Fernsehen siehst und die du präsentiert bekommst, nochmal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Vor allen Dingen auch dieses Ganze, was ich beschäftige, mich ja wirklich mittlerweile richtig tief auch mit so antiken Technologien, antike Zivilisation, mit Wissenschaft und so. Und diesen ganzen Sachen. Und wenn du dann langsam auch merkst, dass es damals Sachen gab, die die heutige Wissenschaft nicht mal richtig erklären kann und so, dann fängst du langsam an zu verstehen, dass nicht alles, was du siehst, wirklich real ist und alles, was die dir sagen über die Vergangenheit, auch nicht wirklich real ist. So. Sondern du musst das alles nochmal neu hinterfragen. Und ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr Leute auf den Weg. Und das finde ich auch gut, weil um richtig bewusst zu sein und zu verstehen, musst du dich auch mit den Sachen beschäftigen, die, also musst du eigentlich nicht, aber ich finde das eigentlich, also bei mir zum Beispiel hat es eine positive Auswirkung gehabt, dass ich mich mit den Sachen beschäftigt habe und mich mit Themen beschäftigt habe und Sachen hinterfragt habe und so, die haben mir noch mehr bewusst gemacht, dass alles, was mir präsentiert wird, alles, was mir beigebracht wurde, dass ich das auch nochmal hinterfrage, so. Weißt du? Ja, genau, dieses Entlernen von den Sachen, weil ich glaube, wenn man sich auch mit diesem ganzen Konsum beschäftigt, ne? Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, das ist halt ein großes Thema, ne? Da können wir jetzt nochmal einen Extra-Talk machen. Und auch dieses Ganze, dass es eigentlich nur darum geht, Geld zu machen, auf Weihnachten, diese Feiertage, weißt du, ja, ihr Geschenke, das. Und das ist eigentlich dieses Ganze, was uns so ablenkt, weil wir lernen, okay, mit sowas machst du jemandem eine Freude, wenn ich jemandem was schenke. Mhm. Das ist das, was dich glücklich macht. Mhm. Wir lernen das ja von klein auf Weihnachten, jetzt bin ich glücklich, ich krieg ein Geschenk. Weißt du, dir wird ja nicht mal gesagt, geh in die Natur und das erfüllt dich. Also das ist ja von Anfang an schon, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Auch in der Schule, wenn du so zum Beispiel das Schulsystem dir reinziehst, weißt du? Dann siehst du ja auch, wie krass das Schulsystem aufgebaut ist. So, jeder muss gleich funktionieren. Jeder sitzt da gleich da, kriegt dieselben Aufgaben, muss dieselben Aufgaben so lösen. Wenn du die nicht so löst, dann bist du nicht gut. Weißt du, wenn du zu laut bist, wenn du zu extrovertiert bist, wenn du einer bist, der viel Bewegung vielleicht braucht und so, das ist nicht gut. Du musst ruhig sein, du musst in der Bank sitzen, du musst genau gleich funktionieren wie der Typ neben dir. Und wenn du das nicht tust, dann bist du ein schlechter Mensch. Und immer bist du zu laut oder zu ruhig oder zu. Ja, genau. Der wird gar nicht gesagt, hey, so wie du bist, ist genau richtig. Ja, so, das, weißt du, zum Beispiel. Leb dich aus. So. Oder deine Talente werden auch nicht gefördert in dem Augenblick. Ja. So, weißt du, wenn jeder gleichgeschaltet wird und wenn jeder das Gleiche beigebracht kriegt und jeder gleich funktionieren muss, wie soll es dann noch individuelle Menschen geben? Das ist so, der Individualismus geht kaputt, weißt du? Ja. Und du wirst nicht gefördert in den Dingen, die du vielleicht besser kannst als der andere. Wenn du jetzt, ich war zum Beispiel immer schon ein Entertainer, weißt du, auch schon in der Schule. Ich war immer einer, der irgendwie seine Aufmerksamkeit da sich geholt hat, weißt du, egal wie. Dann war ich mal ein bisschen laut und habe ich einen Joke gefetzt, dann bin ich einfach irgendwie rumgejumpt oder so. Und das waren alles Sachen, wo die Leute mir gesagt haben, das ist schlecht, du bist schlecht. Du wirst nie was erreichen. Lehrer haben mir das in mein Gesicht gesagt. Du wirst nie was erreichen. Du wirst nie was werden. So. Musst dir mal reinziehen. So. Krass. Nimm dir und irgendwann habe ich das zu meinem eigenen Talent gemacht und habe mein Brot damit jetzt verdient. So. Weißt du, wie ich meine? Da siehst du wieder. Also es ist so schade, wie teilweise Kinder und Jugendliche in der Schule so geprägt werden, dass sie am Ende des Tages nicht ihre Träume leben. Weil meiner Meinung nach ist jeder von uns hier auf der Welt und hat eine Bestimmung bekommen von Gott. Jeder hat irgendeine göttliche Aufgabe, jeder hat irgendwas Besonderes an sich. Das musst du finden, das musst du leben, das ist deine Berufung. Das ist dein Beruf, da kommt das Wort Beruf her. Aber Leute machen einfach nur das, was sie eingetrichtert bekommen haben über Jahre, was man auch nicht verübeln kann. Ich möchte aber Menschen dazu anregen zu sagen, ich hinterfrage das alles nochmal, ich finde mich selber und ich lebe meinen eigenen Traum und nicht das, was irgendeiner mir gesagt hat, sondern das, was ich, mein Herz und Gott mir sagt, was das Richtige ist. So.
Das ist gut, schön. Da hast du quasi deine Lebensmission schon zum Teil gefunden, also dieses Weitergeben. Achso. Alles gut. Ich will nur, dass die dich auch hören. Ja, dieses Weitergeben, deine Erkenntnisse quasi teilen, damit du was bewegst, dass die Menschen auch das, was du hast es ja durchlebt, du warst ja auch damals, du hast ja unbewusst Content reingezogen von Dingen, wo du dachtest, okay, das ist interessant, um dich abzulenken quasi, das ist ja alles, das abzulenken, um dein wahres... Auch unbewusst selber Content gemacht sogar. Ja, alles, ne? Ja. Also klar, das, was du bist, das machst du ja dann. Ja. Das quasi, du willst jetzt, hey, ich kann das ja auch, du hast es ja durchlebt von da nach da, ich ja auch, also ich war ja auch nicht immer so bewusst, ne, dass ich jetzt faste und so, das ist ja alles, das mache ich ja nicht für meinen Körper, wie die Leute denken, das mache ich ja für mein Bewusstsein, ne? Das ist ja eine Detox-Kur von allem anderen, weil du dann, naja, wieder in dich rein fühlst und siehst, ja, und ne, dieses Essen, Ganze. Essen ist auch ein Riesenthema, glaube ich. Ist ein Riesenthema. Was dich auf jeden Fall, das unterschätzen die Leute halt total. Brutal. Leider. Ich auch. Muss ich sagen, da muss ich auch noch, also da werde ich auch in Zukunft noch ein bisschen noch bewusster. Weil du machst ja vegan, was Gutes, aber du hast immer, was du meintest, du willst ein bisschen mehr auf dieses Organic oder nicht Organic, so viel mehr Produkt, Organic nicht und so vor allen Dingen. Ja, und vor allen Dingen mich nicht davon so krass lenken zu lassen, weißt du? Weil das ist schon so, was ich merke bei mir, dieses Fitness-Thema ist schon so ein Ego-Ding ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Das merkst du auch, umso bewusster du wirst, umso mehr merkst du auch, dass das so ein Ego-Thema ist, weil es tut mir aber auch gut, also es tut meiner Seele gut, dieses Sport machen und so, aber natürlich identifizierst du dich dann mit deinen Muscles und so, machst auf krass dies, das, blablabla, denkst du machst mit einer Session, bewegst du gerade die Welt hier und so, weißt du, was ich meine, mit einer Fitness-Session so. Und auch das Essen drumherum, du isst viel einfach nur, damit du Muskeln aufbaust. Stimmt, so. Das hat dich auch ein bisschen manchmal gestresst, hast du gesagt. Ja, vor allen Dingen damals, wo ich angefangen habe, ich musste mich ja richtig quälen, weil ich eher zum dünnen Sein eigentlich neige so, und ich musste mich richtig quälen, ich habe teilweise gekotzt nach meinen Mahlzeiten und so, weißt du, weil ich mich quälen musste, mehr zu essen, damit ich zunehme. So. Und da merke ich schon so, okay, da kann man noch, da muss man auf jeden Fall noch mal, da muss man eine bessere Balance, aber das habe ich schon mit der Zeit immer mehr geschafft. Also ich habe jetzt auch aufgehört mit dieser Massephase, Diät und so eine Sachen, weil das gibt dir auch so eine Art Essstörung irgendwann mit der Zeit, wenn du immer wieder runterhungerst und dann wieder Masse aufbaust und so. Ich bin da schon so, habe mich so ein bisschen eingependelt, aber ich will auf jeden Fall meine Ernährung noch mal aufs nächste Level bringen. Und dazu hat mir Mexiko jetzt auch schon geholfen. Mhm. 1 Liter Kokoswasser am Tag, immer ein Smoothie mit Früchten und so, weißt du, wie ich meine so? Also das geht schon gut. Mhm. Ja. Schön. Ja, und interessant einfach, wie du dich einfach entwickelt hast. Siehst du das selber auch übrigens? Siehst du das richtig? Ja, so die Leute außen, ne? Ich reflektiere mich dann auch durch Menschen natürlich so, weißt du? Meine Familie zum Beispiel waren die ersten noch drüben in Deutschland, die gesehen haben, wie krass ich mich verändert habe, so. Dass ich mich nicht mehr triggern lasse von kleinen Sachen. Früher habe ich mal hier und da Diskussionen aufgemacht und gesagt, nein, das ist nicht so. Auch wo ich meiner Meinung nach auch meistens richtig lag, so. Trotzdem habe ich dann angefangen, so heftige Diskussionen zu haben, wo Leute dann emotional geworden sind und am Ende hat keiner was davon. Mhm. Und das habe ich mittlerweile auch verstanden, so wenn jemand das nicht hören will, was ich zu sagen habe, dann sage ich es auch nicht. Weißt du, was ich meine? So? Also ich gehe auch nicht mehr in diese heftigen Diskussionen rein mit Menschen, weil das ist alles, das bringt niemanden weiter, weil wenn du zu krass emotional diskutierst, dann hört man sich gar nicht mehr richtig gegenseitig zu, sondern jeder will nur seinen Standpunkt irgendwie durchsetzen. Ja, weißt du? Und dann sage ich lieber, okay, du hast recht oder alles cool, ich sehe das anders und versuche dann diese Situation einfach so vorbeigehen zu lassen. Und das hat meine Familie auf jeden Fall gemerkt auch. Ich bin auch viel mehr in Touch mit meiner Familie auch, weißt du? Durch die letzten Jahre, durch dieses ganze Down-Sein, durch dieses viele Freunde verlieren und so, konzentrierst du dich halt auf die wesentlichen Dinge. Und jetzt auf dich selbst, auf deine Familie, so. Und jetzt, wo du ja auch deinen inneren Frieden hast, so ein bisschen, sag ich mal, läuft das ja auch alles gut mit dem YouTube, ne? Läuft jetzt ein bisschen, also es geht alles stabil gerade nach oben, oder? Ja. Ist geil. Macht auch voll Spaß so. Ich gehe halt jeden Tag live, komm vorbei auf Twitch. Grüße gehen raus an die einzig wahre Love Gang aus dem Chat. Grüße an meinen Chat, nur Liebe für euch. Jeden Tag auf Twitch Livestream. Mhm. So, jeden Tag. Also ich habe jetzt seit 2 Monate ungefähr. Zweieinhalb Monate, jeden Tag ein Video hochgeladen auf dem zweiten Kanal. Oh. Jeden Tag, wirklich jeden Tag. Und das ziehe ich auch die nächsten Jahre durch. So. Oh. 365 Tage lang, jeden Echt? Tag ein Schaffst Video. Schaffst du das jeden Tag? Ja, muss. Du hast auch vorgearbeitet, hast du gesagt, ne? Bisschen. Also, na, geht. Also vor dem Flug hatte ich 5, 6 Videos vorbereitet, weil ich wusste, okay, Mexiko, dann ankommen, einrichten, Wohnung suchen, dies, das, bla.
Aber das geht auch schnell, der Puffer geht auch schnell wieder weg, weil du musst überlegen, jeden Tag ein Video ist schon heftig. Ja. Und ja gut. Wird aber durchgezogen, Freunde. Leon Lovelock Highlights auf jeden Fall abchecken, abonnieren. Ja, geil. Und hier auch abchecken und abonnieren. Ich will auch nochmal an der Stelle sagen, dass ich auch stolz auf dich bin. Gib mal eine Faust. Danke. Dass du so krass durchgezogen hast. Ich weiß noch, letztes Mal, wo ich gegangen bin, habe ich ja auch, wo ich bei dir gewohnt habe, versucht, dich ein bisschen zu motivieren, sozusagen, zieh durch, gib Gas, mach immer weiter und so. Mhm. Und im Vergleich zu damals, wo ich gegangen bin, bis heute, hast du schon auf jeden Fall extrem mehr durchgezogen als die Zeit vorher, oder? Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Es hat mich auch voll motiviert, ne? Alles mit YouTube, mit dir. Du warst doch immer da. Muss ich auch nochmal dazu sagen, Leon war immer da. Also die ganzen letzten anderthalb Jahre, wo wir uns nicht gesehen haben, überleg mal, wir haben uns nicht gesehen. Wir hatten immer Kontakt. Mhm. Und du hast mich immer gepusht. Mhm. Immer. Hast du mir auch Druck gemacht und so. Yeah. Fand ich voll gut, weil ich brauche das auch so ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe. Der Coach kommt in dir durch. So, ne? Ich will Menschen inspirieren, Menschen motivieren. Die Sachen, das ist für mich das Größte eigentlich, Impact da lassen. Mhm. Mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe oder die mir zuhören oder die mich verfolgen, ich will einfach, dass die eine bessere Version von sich selber werden. So, das ist mein, das, was ich da lassen will, weil dann kann ich auch jetzt gleich sterben oder morgen sterben. So, ist eigentlich egal, weil ich habe immer versucht, den Menschen, die sich mit mir umgeben, sich mein Content reinziehen, was Gutes mit auf den Weg zu geben. Ja. Irgendwie zu inspirieren oder zu motivieren. So. Und das ist, das ist meine Aufgabe, ich weiß es. Das ist deine Aufgabe. Ja. Ja. Hast du so noch Ideen, was du jetzt in Zukunft machen möchtest? Hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, okay, das ist irgendein Projekt, das will ich jetzt halt umsetzen? Oder machst du jetzt echt so, nee, ich gehe jetzt einmal mit dem Flow, ich guck mal, ich weiß nicht, wie lange Mexiko, du weißt du überhaupt alles. Irgendwas? Nee. Gar nichts? Nee, ich weiß nur, dass ich heute ein Video hochgeladen habe und jetzt gleich noch das Video für morgen vorbereite. Okay. Also keine Idee, wie lange du in Mexiko bleibst. Keine Ahnung. Weißt nicht, ob du wieder nach Deutschland willst. Keine Ahnung. Du weißt nicht, wo du mal leben willst in keine Zukunft. Ahnung. Du hast keine einzige Sache im Kopf. Nee. Nein, ich bin hier, jetzt, gerade. Okay, dann brauche ich... Und talk mit dir. Nein, das Ding ist, also ich werde auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, so... Das mit dem Stream ziehe ich durch, das mit den Videos auf dem Highlight-Kanal, jeden Tag ein neues Video ziehe ich durch, auf dem Hauptkanal so viel wie möglich. Da mache ich mir, da habe ich auch ein bisschen den Druck rausgenommen, seitdem ich mich auch so viel auf Streaming und den zweiten Kanal konzentriere, habe ich mich selber von meinem Hauptkanal ein bisschen distanziert oder den Druck daraus genommen, dass ich da unbedingt jetzt irgendwas Krasses Neues machen muss. Mhm. Da ist auch so, ich vertraue einfach, guck, was passiert. Geiler Vlog vielleicht aus Mexiko, vielleicht kommt irgendein geiler Gesprächspartner, wo man einen geilen Talk raushauen kann, vielleicht kommt ein Musikvideo, weißt du, wie ich meine, so, da gebe ich mir gar nicht so einen Druck. Und das ist das, was für mich auf jeden Fall feststeht, ist, dass ich meine Message jeden Tag weiter verbreiten werde. Jeden Tag gibt es neuen Content mit meiner Message, so. Mit deiner Message. Das ist das Einzige, was ich auf jeden Fall weiß. Und Coaching machst du noch? Ja, Coaching mache ich auch. Okay. Ja. Bionic. Ja, bionicoaching.de. Mhm. Falls ihr fitnesstechnisch was erreichen wollt, vegane Ernährung ist auch richtig geil. Wir haben eine eigene App entwickelt und so. Du hast eine App, kannst dein Training tracken, deine Ernährung tracken und so. Ist richtig geil. Wow. Ja. Was willst du noch sagen? Entschuldigung. Alles andere steht in den Sternen. Okay. Wie lange bleibe ich in Mexiko? Mhm. Wo gehe ich danach hin? Wo werde ich leben? Wann kriege ich Kinder? Genau, was ist denn privat eigentlich mit Frau und Kind? Das kommt auch, glaube ich, so, wie es sein soll. Weißt du, wie ich meine? So? Das kommt alles genau so, wie es sein soll. Und umso mehr ich vertraue, umso mehr ich im Hier und Jetzt bin und umso mehr ich vertraue, umso mehr kommen die Sachen auch zu mir. Mhm. Weißt du, umso mehr kannst du die Sachen anziehen. Mhm. Umso mehr kannst du auch deine Träume erreichen, so, deine Ziele erreichen. Denk nicht so viel darüber nach. Mhm. Weißt du? Ja. Setz dir natürlich ein, also du kannst natürlich, du sollst weiterhin träumen. Du sollst träumen auf jeden Fall. Schreib dir deinen Traum auf, setz es dir einmal in den Kopf und dann lass es einfach passieren. Mhm. Es wird automatisch zu dir kommen, wenn du es nicht jagst. Dieses Jagen, Jagen nach Geld, Jagen nach Kinder, Jagen nach, ich will unbedingt eine Beziehung, Jagen nach, ich will Geld haben, ich will Reichweite, ich will Klicks und so. Sobald du das anfängst zu jagen, umso weniger kriegst du. Ja. Umso mehr du rein vertraust und in jedem Moment das Beste tust, was du tun kannst, um die beste Version von dir selbst zu sein, umso mehr kommen die Sachen automatisch in dein Leben rein. So. Mhm. Wirklich. Ja, glaube ich dir. Energy, ne? Das ist einfach deine Energy. Das habe ich auch mal gemerkt. Immer wenn ich eine gute Energy habe, also das heißt, ich tue das, was mir eigentlich gut tut, wo ich weiß, das ist jetzt gut für mich, da passieren auch gute Dinge. Obwohl ich noch nicht mal mich mit dem Problem, wo ich sagen würde, hey, ich muss mich jetzt mit der Lösung des Problems beschäftigen. Mhm. Nein, manchmal reicht es auch schon, wenn ich mich einfach mit mir beschäftige, was gut ist für mich in dem Moment. Und dann findet sich die Lösung, es fügt sich. So. Und dann denke ich mir,
Heftig, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Darauf wäre ich auch nicht gekommen, alleine kopfmäßig, sondern es fügt sich und dann, okay, geil. Ich habe das richtig gemacht. Ich habe einfach, so wie du auch mir immer geprägt hast, ne, mach deine Sachen und so. Und ich merke auch immer, durch, wenn ich so. Ja. Content zum Beispiel auch mache, ja. Selbst wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so heftig Geld mit YouTube verdiene, aber ich mache das, was ich gerne machen möchte und dann kommen andere Sachen trotzdem dadurch oder wie auch immer. Mhm. Weißt du, das beobachte ich richtig krass. Das ist so... auffällig mittlerweile, dass das der Key ist. Ja, ne? Ja, dieses Vertrauen halt. Mhm. Dieses Vertrauen, dass schon das Richtige passieren wird. So. Mhm. Weißt du? Das fühlt sich so gut an. Naja, ist einfach entspannt, du lässt los, ne? Von diesem ganzen anderen Scheiß und diese Gedanken. Weil ich weiß ganz genau, zum Beispiel, ich wäre vor dem Jahr zwei der Typ gewesen, wenn er in der Wohnung da sitzt und gesagt bekommt, dass er in einem Monat ausziehen muss, dass er dann diesen ganzen Monat nicht mehr vernünftigen Content produziert hätte und nichts mehr richtig gemacht hätte, weil er sich die ganze Zeit im Kopf abfuckt und denkt, fuck, was passiert als nächstes? Scheiße, ich brauche eine Wohnung. Ah, Angst, ne? Diese ganzen Wörter auch. Ja. Abfuck, scheiße. Ja, ja. Und das, alleine das auszusprechen und zu denken, so, damit fixst du dich schon selber eigentlich. Ich habe das nämlich manchmal, weißt du noch, wo wir letztens telefoniert haben, wo ich voll scheiße, dies, das, jenes und ich habe das richtig gemerkt, wie ich mich da abgefuckt habe und dann habe ich auch gemerkt, dann passieren auch manchmal so schlechte Dinge. Sachen. Auf einmal geht das kaputt, dann auf einmal das, dann klappt das nicht, dann gibt es da nichts und dann denke ich mir, hä, was ist jetzt? Dann bist du in so einer Spirale drin. Dann bist du in der Spirale drin und du denkst, und ich wäre dann ganz, ganz, oh shit, das ist wirklich, weil ich diese heftige, komische Energy mehr hatte und mich verrückt, ich selber habe mich verrückt gemacht, kein anderer Mensch, nur ich. Dann denke ich mir, es war so unnötig. Weißt du? Und dann denke ich mir, okay, lass los. Das geht zum Glück. Das ist doch schon gut. Ja, weißt du, wie ich meine? Ich erkenne das schnell, so. Zum Glück. Das ist auch der erste Schritt, glaube ich, meiner Meinung nach, das einfach auf dem Schirm zu haben. Das zu beobachten, das zu realisieren. Sobald du diesen Schritt machst, dass du die Dinge beobachten kannst und dass du das realisieren kannst, was gerade in dir passiert mit Emotionen und so. Ich habe es auch letztens gemerkt. Erste Mal, wo ich das eigentlich selber beobachtet habe, so. Bin ich Livestream im Chat und dann kommt einer rein und fängt an, richtig so negative Sachen reinzuschreiben, die ganze Zeit. Bum, 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 bum. Und ich merke, wie so langsam so ein Gefühl bei mir losgeht, so innerlich so. Mhm. Und ich denke so, krass, so, weißt du? Ja, und ich war aber da schon so bewusst, dass ich das Gefühl beobachten konnte. Ja, ja, genau. Und gut, dann auch selber steuern kann. Ja. Wie reagiere ich jetzt darauf? Blockiere ich den einfach? Sage ich was dazu? Drehe ich ein bisschen durch? Werde ich ein bisschen emotional? Da kriegst du schon dieses, dass du dich selber steuern kannst, so. Mhm. Du kannst dich selbst steuern, du kannst deine Gedanken steuern, du kannst deine Emotionen steuern. Spannend, und in dem Sinne kannst du auch die Welt um dich herum steuern. Weil wenn du dich, das im Außen ist nur eine Reflexion von dir selber. So. Und wenn du das in dir selber steuern kannst, kannst du auch die Welt um dich herum steuern. Weißt du, was ich meine? Du siehst die Welt mit anderen Augen. Früher habe ich mich abgefuckt, wenn Construction neben meiner Wohnung ist und ich da die ganze Zeit diese Geräusche höre und denke, fuck und so. Heute gucke ich das an und lass mich motivieren von den Jungs, die da arbeiten. 40 Grad auf dem Dach, bam, bam, lange Klamotten und so. Ich denke, krass, ich muss reingehen, noch mehr hustlen. Weißt du, du kannst die gleiche Sache nutzen, um dich selbst zu motivieren und dich selbst voranzutreiben oder nutzen, um dich weiter runterzuziehen und in der negativen Schwingung zu sein, so weißt du? Mhm. Die höchste Schwingung ist Liebe und Motivation und Gutsein und Frieden. Diese ganzen positiven Dinge, das ist die höchste Schwingung, die du haben kannst. Die schlechtesten Schwingungen sind negativ sein, böse Sachen aussprechen, andere beleidigen, diese ganze Scheiße, dich abfacken und so. Das sind die negativsten Schwingungen, die du haben kannst. Und wenn du die in dir hast, dann werden sie sich auch im Außen manifestieren. Ja. So. Mhm. Geil. Ja, also was soll ich sagen? Also ich würde sagen, oh, ich kann hier kaum noch sitzen. Warst du schon raus? Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Ich glaube, wir haben jetzt ja, schon fast eine Stunde, ne? Eine Stunde? Reicht das, meinst du? Willst du auch was sagen? Ich kann nicht mehr recht sitzen. Ich weiß nicht, sag du. So. Wenn du noch Fragen hast, ich bin auf jeden Fall da, immer auch für längere Talks, aber... Ja? Ja, ey, aber wenn das für dich passt, dann passt. Ich überlege gerade. Ich habe Angst, dass der Akku gleich wieder leer geht. Der andere lädt nach oben, weißt du? Ja, aber... Hast du noch was auf dem Herzen, was du gerne teilen willst? Boah, ich habe schon echt viel von meiner Message gerade rausgehauen. So. Eigentlich fast alles. Ja, lebt euren Traum einfach so, weißt du? Weil meiner Meinung nach kann es wirklich... Digga, kann sein, dass ihr guckt dieses Video jetzt gerade, macht das Video aus, lauft über die Straße und werdet überfahren. Boom, tot, weg. Weißt du? So. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, das musst du dir immer wieder bewusst machen, dass du wirklich jede Sekunde, jeden Moment eigentlich sterben kannst. Es liegt in Gottes Hand, so, weißt du? Und deswegen, mein schlimmster Albtraum wäre, nicht mal angefangen zu haben, meinen Traum versuchen zu leben. So. Nicht mal angefangen zu haben, die Dinge, die ich fühle oder was ich denke, wo ich besonders bin, was mir auf dem Herzen liegt, umzusetzen. So.
weißt du? Und das ist eigentlich die größte Message, die ich an die Leute rausgeben möchte, so, macht jeden Tag alles, um euer Leben so zu machen, wie ihr es für euch vorstellt. So, lebt jeden Tag so, als ob es morgen vorbei sein kann. Es ist zwar so ein Spruch, der überall steht und jeder sagt, aber es ist halt wirklich true. Mhm. So, lasst euch davon nie abhalten. Vor allen Dingen lasst euch nicht von Leuten beeinflussen im Außen, die euch versuchen vielleicht einzureden, dass ihr das nicht könnt oder dass ihr nicht gut genug seid oder dass, keine Ahnung, dass das nicht funktionieren kann, das ist utopisch und so. Ich weiß, dass viele Leute sehr skeptisch unterwegs sind und wenn du deinen Traum und deine Vision mit zu vielen Menschen teilst, dass immer wieder Leute versuchen werden, dir das irgendwie auszureden und so. Lass das nicht ausreden, lass dir das nicht ausreden, weißt du? Zieh es einfach durch und teil deinen Traum auch nicht mit so vielen Menschen. So, behalt es für dich am besten und leb es einfach nur jeden Tag, weißt du? Weil jeder einzelne Bedenke von außen kann dich davon abhalten, eventuell das zu leben. Ich weiß, Leute lassen sich krass beeinflussen. Und auch manchmal einfach nicht. Ja. Ne? Man denkt, nee, das juckt mich nicht, aber dann vielleicht... Dann merkst du auf einmal, dass du nicht mehr so motiviert bist, das dann wirklich umzusetzen, weil du die ganze Zeit diese Stimme von dem einen im Kopf hast, der dir gesagt hat, nee, Bro. Weißt Vor du? Allem auch, es kommt auf den Typ Mensch drauf an, würde ich wirklich sagen, weil mich haben das viele mal gefragt, ne? Hey Justin, soll ich über meine Sachen reden oder lieber nicht? Weil eigentlich sagen die Leute, sag nichts. Ich sag immer, ich bin anders. Ich habe immer meine Sachen geteilt. Alles, was ich vorhatte, hatte ich geteilt. Weißt, zum Beispiel, mit wem, oder? Ja, also, ja. Meinung. Ich habe damals mein Airbnb und so, wollte ich machen. Ich hatte keine Ahnung wie. Weißt du, ich habe das jedem erzählt, dass ich das machen werde. Aber weißt du warum? Ich bin auch ein Mensch. Ich bin halt komplett überzeugt davon, wenn ich was mache. Das ist genauso mit dem Fasten. Ne? Ich habe jetzt gesagt, ich faste und so, jeder weiß es und ich meine, es könnte auch wieder sein, dass dann Leute kommen und sagen, das schaffst du nicht oder das ist doch Blödsinn oder hör doch auf, das könnte mich beeinflussen, ne? Aber ich weiß halt, ich weiß, wenn ich was wirklich will, ich habe wirklich einen starken Willen dann in mir und ich deswegen meine ich da, weil viele sind sich wirklich nicht schlüssig, die sagen dann, soll ich das teilen oder nicht? Das musst du für dich entscheiden, ob du so davon überzeugt bist, dass du über die ganze Welt stehen könntest auch, würde ich dann sagen, weißt du? Weil bei mir Sachen, ich habe immer alles geteilt. Ich habe gesagt, ich gehe nach Mexiko, ich habe gesagt, ich mache das, ich habe gesagt, ich mache das, ich mache das. Und es hat dann auch geklappt, wo ich wovon überzeugt war. Yeah. Aber nur, weil ich so einen starken Willen habe. Ich weiß aber, es gibt Menschen, die haben nicht so einen starken Willen. Ja, ja. Und wenn die dann Sachen teilen, dann wird das die kann so... Es die abbringen. Kann es die komplett abbringen, weil die die Meinung so zu Herzen nehmen. Wenn du halt auch aus einem Status kommst, wo du das noch nicht wirklich gemacht hast, weißt du? Dann lege ich dir wirklich ans Herz, weißt du, was eine Faustformel für mich ist? So, teil das eventuell mit den Leuten, wo du das Gefühl hast, die denken ähnlich und die sind ähnlich wie du. Wollen das Beste für dich. Wollen das Beste für dich, ne? Und sind auch ähnlich wie du. Haben auch eine Vision, haben auch einen Traum. Gehen sogar vielleicht in ähnliche Richtungen wie du. Weißt du, mit den Leuten teil auf jeden Fall, weil die können dir eventuell sogar helfen. Mhm. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren, pushen und so, weißt du? Also diese Leute, die wirklich so denken wie du und die so ähnlich sind wie du, die, wo du das Gefühl hast, die wollen dir auch wirklich was Gutes, wie du gesagt hast. Sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Und dann kannst du auch in dem gleichen Atemzug mal deinen Freundeskreis aussortieren. Sag ich dir ganz ehrlich, weil die meisten Leute hängen, glaube ich, mit Menschen ab, nur um sich mit denen zu umgeben, weil die irgendwie sich ablenken wollen, weil die irgendwie Entertainment brauchen und nicht alleine sein wollen. Aber frag dich mal, ob die Menschen, mit denen du unterwegs bist, ob die wirklich nur das Beste für dich wollen. Weißt und dann du? Vor allem guck dir auch, ja, ganz wichtig, aber vor allem guck dir an, wie leben die. Weil jeder geht ja von sich aus. Die denken, hey, ich habe das und jenes niemals geschafft und ich könnte nicht. Ja. Und dann denken die das halt. In deren Realität ist es ja real, dass es nicht geht. Und deswegen sprechen die nur aus ihrer Erfahrung und sagen dann, hey, das geht nicht. Aber das ist ja deren Realität. Und die meinen es manchmal noch nicht mal böse. Meinen die nicht, viel aber nicht. Die denken das wirklich. Die oft denken wirklich, das geht Eltern. Nicht oder so. Weißt du, wie ich meine? Oft sind es auch die Eltern, die einen eventuell davon abhalten, sein Ding zu machen. Weil die, natürlich, Menschen sind leider so, dass sie immer Worst-Case-Szenarien im Kopf haben. Egal, was du umsetzen willst, du denkst schon an das, was am schlimmsten passieren könnte. Und sobald du das denkst, manifestiert sich das auch im Außen. Und wenn du es aussprichst, noch schlimmer. Und Eltern sind halt so, die wollen ihre Kinder beschützen, muss man ganz klar so sagen. Die meinen das ja nicht böse. Nee. Die wollen dir einfach nur alles sagen, was passieren könnte, damit du gewappnet bist. So. Aber manchmal brauchst du das gar nicht, dir zu überlegen, was alles passieren könnte. Und manchmal ist es auch nicht gut, wenn jemand dir sagt, was alles passieren könnte, weil das muss ja nicht passieren. Ja. Glaub einfach daran, dass es funktioniert und dass alles gut läuft. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, als wenn du mit diesen Bedenken schon rangehst, weißt du? Ja, die Ängste wieder, ne? Diese Leute sind halt leider von der Angst sehr gelenkt und gesteuert. Voll. Und das machen die ja nicht extra. Nein. Das ist einfach in einem drin. Und deswegen meint man es nur das gut. Muss man lernen. Aber genau, da sage ich dann auch mal, wenn du aber bewusst genug bist, und deswegen, ne, wir sind sehr bewusst, ich glaube, deswegen könnte ich auch über viele sprechen, weil ich weiß, wenn mir jemand was abrät, dann ist es, weil er gerade sehr viel Angst hat. Ich weiß aber, ich brauche die Angst nicht haben, weil wenn der Moment kommt, entweder kommt es oder nicht.
Ne? Mein Versagen kann mit jeder Situation passieren. Safe. Egal, was ich anfange, ich könnte immer irgendwie versagen. Aber ich weiß dann, das Versagen bringt mich dann trotzdem an mein Ziel. Ne? Das ist ja auch so, hat es auch deine Niederschläge, wo man sagen kann, oh, du hast versagt, das stimmt nicht. Das hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wichtig. Hättest du nicht diese, stell mal vor, du hättest damals nicht diesen, sag ich mal, wie sagt man denn dazu, was du hattest, wo da alles ein bisschen Bach runterging mit dem YouTube, was du damals gemacht hast. Dein Content hat sich ja auch nur verändert, weil das passiert ist wahrscheinlich. Alles, weißt du, wie ich meine? Ja, da ist ja viel passiert auch mit Shitstorm, mit hier, mit da. Weißt du, diese ganzen Sachen, passieren viele Dinge, aber die gehören dazu, damit du der wirst, der du bist. Genau. Ein Weg geht nie so. Also jeder, der, den du siehst, den, der dich inspiriert, den du krass findest, so, der war mal ganz tief. Jeder. Ich kenne keine, egal ob es Tony Robbins ist, ob es Joe Dispenza ist, ob es Eric Thomas ist, ob es, egal welche heftigen Typen, die mich auch inspirieren und motivieren, jeder von denen hat eine heftige Life-Story, so. Mhm. Es geht nur mit Up and Downs. Du kannst nicht ganz hoch kommen, wenn du nicht ganz tief gefallen bist, so. So denke ich wirklich. Und deswegen ist alles, was passiert, seh das nicht als negativ, sondern das gehört dazu, das gehört mit zu deinem, damit du deinen Weg gehst, so. Deswegen kann dir auch kein Mensch sagen, du hast irgendwas gescheitert, du bist gescheitert, du hast irgendwas nicht geschafft, weil die kennen ja deinen Weg gar nicht. Die wissen ja gar nicht, was danach passiert. Die sehen nur das Oberflächliche, ach so, hat nicht so geklappt, wie er eigentlich wollte, aber die wissen ja gar nicht, dass eigentlich sein Lebensweg oder sein Ziel wird sich noch verändern. Das weiß er vielleicht gerade nicht, aber das ist wieder dieses Vertrauen, diesen Weg gehen. Ja. Weißt du, aber diese Oberflächlichkeit, die sieht das nicht, die denkt ja gar nicht so weit. Ja. Weißt du, und deswegen wird man schnell, also urteilen, ich finde das immer schlimm, die Menschen können sehr gut urteilen. Das ist das. Den ganzen Tag urteilen. Ich würde nicht so machen, ich würde so machen, mach lieber so, mach lieber so. Anstatt mal selber zu gucken, sich auf, nur auf sich zu konzentrieren. Weil dieses und was urteilen finde ich schlimm, ey. Was ich auch, ja, safe, finde ich auch. Wozu? Mhm. Also Leute, die wirklich an ihrem Traum arbeiten, die für sich das Beste versuchen zu machen und die beste Version von sich selbst zu sein, urteilen über keine anderen Menschen. Das sind nur die Menschen, die unzufrieden mit sich selbst sind, die über andere Menschen urteilen. Ja, genau, diese Menschen, die so urteilen und die versuchen nur die anderen Menschen auf ihre gleiche Schwingung runterzuholen, auf das gleiche Niveau runterzuholen. Mhm. Die wollen dich runterholen, auf das gleiche Level, damit sie sich dann mit dir, weißt du, damit die dann sehen, okay, der ist auch wie ich. So, dann geht's denen besser. Wenn die Leute runterholen auf ihre eigene Schwingung, dann geht's denen besser. Aber jemand, der seinen Traum lebt, der versucht jeden Tag das Beste für sich zu tun und zu inspirieren, zu motivieren, zu lieben, gute, positive Messages nach außen zu tragen und so, der will eigentlich andere Menschen nur hochholen dahin. Der würde niemals versuchen, jemand anderen runterzuziehen, weißt du? Das ist die Perspektive. Deswegen ist jeder Hater, muss man eigentlich traurig, also muss man eigentlich sagen, der Arme. So, weil der ist da unten und versucht auf Krampf Leute auch runterzuziehen und so. Der ist nicht glücklich mit sich selbst, mit seinem Leben. Und was ich auch dazu noch sagen wollte, ist, mit diesem Ganzen, was du gesagt hast, mit Verurteilen und Beurteilen und so. Leute beurteilen Menschen immer nach diesen oberflächlichen Sachen, das gefällt mir auch nicht so krass, muss ich ehrlich sein, dieses Zahlen. Wie viel Follower hat der, wie viel Klicks hat der, wie viel Geld hat der, wie viel Materialismus hat der angehäuft, je nachdem bewerte ich den jetzt, ob der gut ist oder nicht gut ist. Jemand, der wenig Geld hat, der nicht so viel Fame hat, der nicht das hat, der ist nicht gut. Anstatt, dass man die Menschen wieder anfängt, nach dem Herz zu messen, so, weißt du? Was für ein liebender, positiver Mensch ist der? Wie viel Impact hat er auf die Menschen, die sich mit ihm umgeben, so? Was für eine Message hat der auf dem Herzen? Was tut er im Alltag? Hilft der anderen Menschen oder nicht? Weißt du, wie ich meine, so? Das ist so eine Sache, die ich mir wieder mehr wünschen würde, dass die Leute wieder mehr auf das Herz gucken und nicht auf die ganzen anderen Sachen, so. Weil ich sag dir auch, ein Penner, der da auf der Straße liegt und vielleicht nichts hat, der kann vielleicht was auf dem Herzen haben, was Leben verändern kann, weißt du? Warum hörst du ihm nicht zu? Weil er kein Geld hat, oder was? Weil er jetzt kein Fame hat oder was, Digga. So. Weißt du, das ist so eine Sache, wo ich Leuten wirklich empfehlen möchte, so, guck nicht auf diese ganzen oberflächlichen Sachen, so. Guckt in die Seele rein von den Menschen und ihr könnt die Seele sehen, wenn ihr tief in die Augen reinguckt. Guckt euch wieder mehr in die Augen. Guckt ins Herz rein und bewertet die Menschen danach, was für ein Herz die haben und nicht, wie viel Geld die auf dem Konto haben und wie viel Materialismus sie angehäuft haben. Weil was ist denn das, was bleibt am Ende? Der Impact, den du auf Menschen hattest, der bleibt. Das Geld, was ich angehäuft habe, die Klicks, die ich gemacht habe, die bleiben doch nicht. Ja, okay, die Klicks bleiben auf YouTube. Okay, wenn ich gehe, alles schön und gut so, aber ich nehme das nicht mit. Ich nehme das nicht mit, weißt du? Ich nehme das nicht mit. Aber was ich mitnehme, ist, wenn ich einen Menschen nur motiviert habe oder inspiriert habe, sein Ding zu machen. Ja, es bleibt halt. Und das bleibt, ja, der trägt es weiter, ne? An sein Kind vielleicht. Und der wird dann vielleicht der nächste überheftige Typ, der auf einmal Millionen von Menschen inspiriert, so, weißt du? Ja. Das ist der Dream.
Und das ist auch dieses Natürliche, das ist ja unsere Natur, mhm. ne? Sowas. Also auch wenn man selbst, yeah. ne? Also yeah. das ist ja, wenn das ist das, was wir eigentlich wirklich wollen. Wenn man uns jetzt alles wegnehmen würde, dann bleibt immer noch der Mensch und dann bleibt immer noch das menschliche Dasein und dann gibt es das Weitertragen. Hey, du lernst das, was ich gelernt habe, das gebe ich dir weiter. Das ist ja das, ne? Wenn ich zum Beispiel, der Vater baut das Haus und die Kinder gucken zu, wie das geht, um dann später für deren Kinder ein Haus zu bauen. Und das ist das wahre Sein, dieses Weitergeben. Und das erfüllt uns, das macht uns auch glücklich. Und ich glaube, viele Leute, wie gesagt, die haben das leider, die sehen es nicht, aber woher sollen sie es auch wissen? Ne? Also das ist auch gar nicht, ich will auch gar keinen wieder verurteilen, dass er schuld ist oder so. Nein. Viele Leute, die wachsen da einfach rein. Das Schöne ist nur, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Video hier sieht, dann kann man das ja, hat man es ja schon mal gehört. So. Ne? Und dann kann man ja schon mal gucken, hey, was erzählen die denn da? Interessant. Okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen, weil nur da auf diese ganzen Erkenntnisse, auf das Bewusstsein kannst du nur kommen, wenn du dich mit dir beschäftigst. Das geht sonst nicht. Das können wir dir auch erzählen, 10.000 Jahre, aber du musst es ja selber erfahren. Das heißt, du musst dir die Zeit mit dir nehmen. Und sonst wirst du das nicht fühlen. Und dann wirst du es auch nicht umsetzen können. Hundertprozentig. Das ist ja auch ganz wichtig. Zeit mit dir alleine, voll wichtig. Mhm. Weil wir haben so viele Sachen, Handy, Mandy, TV, Freunde, Familie. Man kann immer irgendwas machen, damit man sich nicht mit sich selbst beschäftigen muss. Es gibt immer irgendwas, was du ja machen kannst. Wir werden ja getrieben, dass wir uns ablenken, sonst gibt es ja nicht so viel Konsum. Hundertprozentig, das ist die Matrix. Ich schwöre dir, das ist die Matrix. Meiner Meinung nach ist Matrix auch kein Film, sondern eine Dokumentation, Freunde. Guckt euch Matrix nochmal an. Ja, Matrix, Human Show sind auch so Filme, wo man denkt, okay, das ist auch so. Das ist nicht nur ein Film, das ist so. Ja. Weißt du? Ich merke das ja auch letztens, bei mir werden jetzt auch gerade Videos entmonetarisiert, wo es um Bewusstsein geht, weißt du? Die nehmen da die Monetarisierung weg, schränken die Videos ein. Warum ist das so? Okay, ich verstehe, wenn ich über Corona und so, das verstehe ich eigentlich auch nicht, weil das darf eigentlich auch nicht sein. Da ist auch sehr viel draußen, was da läuft, was nicht korrekt ist so. Aber warum, wenn ich über was Gutes rede, wenn ich ein Video von Joe Dispenza mir reinziehe oder von Tony Robbins, warum machst du mir jetzt da, warum schränkst du das Video ein? Mhm. Ja, weil du nicht willst, dass Menschen bewusster werden, weil wenn Menschen bewusster werden, sind sie nicht mehr so leicht programmierbar, wie du sie programmieren möchtest so. Wenn Menschen sich mit sich selbst beschäftigen und nicht den ganzen Tag auf TikTok rumscrollen und so, dann kannst du denen nicht einfach irgendwas im TV sagen, so ey, hier ist jetzt ein Virus, der tötet dich und alle Menschen müssen zu Hause bleiben und jetzt Lockdown und Wirtschaft geht kaputt, wir verlieren unsere Jobs, alles egal, weil dieser Virus ist da und der tötet dich. Das lässt du nicht mehr mit dir machen, wenn du im Bewusstsein drin bist, weißt du? Dann hinterfragst du das und denkst, hä, warte mal, aber wenn ich rausgehe, ich sehe da keinen, der umfällt und stirbt, so. Weißt du? Und wenn du das alles realisierst, ja, ist so, dann bist du nicht mehr so leicht programmierbar, dann können die dir nicht immer irgendeine neue Sache eintrichtern, so. Ja. Russland ist jetzt der Feind, alle Russen sind scheiße, Putin ist der Hitler 2.0. Das ist ja das, was die den Leuten auch jetzt gerade wieder eintrichtern. Und ich sag dabei nicht, dass ich irgendwie Putin-Versteher bin oder Putin-Feier oder so ein Scheiß. Aber ich hinterfrage generell das, was die mir in den Medien sagen. So. Und ich finde es auch nicht gut, was wir aktuell als Deutschland gerade in dieser Kriegspolitik machen. So. Dass wir uns da wieder so heftig mit rein involvieren. Panzer schicken, die Waffen fördern, dass mehr Menschen sterben. Mit der Geschichte, die wir als Deutschland hinter uns haben, so, das ist eine gefährliche Situation, in der wir uns gerade befinden, so, weißt du? Und das will ich auch sagen. Und ich fühle das und ich spüre das, dass gerade nicht gut ist, was gerade passiert. Und ich finde es auch heftig, dass alle Leute, die jetzt wieder sagen, dass sie für den Frieden stehen, dass sie es nicht gut finden, dass wir als Deutschland Waffen senden und es nicht gut finden, wie die deutsche Politik mit dieser ganzen Sache umgeht gerade so, dass die wieder als Nazis, Rechte, Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher und genau die gleichen Sachen hingestellt werden wie in der Corona-Situation. Da ist ein Muster hinter, weißt du, wie ich meine? So, und das sollte man sich langsam bewusst machen, dass beabsichtigt ist so. Das ist einfach beabsichtigt. Die wollen nicht, dass wir Dinge hinterfragen, dass wir unsere eigene Meinung haben und dass wir sagen, dass gewisse Entscheidungen von der Politik vielleicht nicht gut sind. Klar wollen die das nicht, weil die wollen, dass alle Menschen das supporten. Aber ich sag dir ehrlich, supportet den Scheiß nicht so. Macht euch gerade, steht dafür auf, weil ey, ich will nicht, dass wir in Deutschland wieder Krieg haben, weißt du? Ich will nicht, dass noch mehr Menschen sterben. Und ich glaube, dass wir als Volk immer noch eine Macht haben auch, weißt du? Wenn wir als kollektives Volk, als Bewusstsein zusammen miteinander aufstehen und die ganzen Sachen nicht mehr mitmachen, so, dann können die Sachen auch nicht mehr so leicht mit uns tun, weißt du? Wenn mehrere Menschen, immer mehr Menschen aufwachen und wirklich dagegen was sagen und dafür was tun, das ist sehr, sehr wichtig, so finde ich. Weißt du? Weil umso mehr Menschen aufwachen, umso mehr Menschen aufstehen für Frieden, für Liebe, für Zusammenhalt und so, umso weniger setzen wir die Sachen um, die uns sagen, die wir umsetzen sollen. Weil am Ende des Tages sind wir als Volk mehr als die Regierung. Wir sind mehr Menschen, weißt du? Wir haben eine gewisse Macht. Und die wollen nicht, dass wir diese Macht entfalten. Weil wenn wir diese Macht einmal entfalten,
dann sind die da oben vielleicht weg. Ja. Weißt du? Ja, ist so. Ja, es ist so. Oh. Bild ist weg. Moment. Akku change. Ja. Okay. Okay. Was? Ja, erzähl weiter. Was soll ich erzählen? Hey, warst du schon fertig? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Ja, ich wollte eigentlich nur damit sagen, so, hinterfragt einfach die Politik, die Dinge, die uns erzählt werden, die Dinge, die hier passieren gerade und so. Weil ich sage dir ehrlich, ich habe ein komisches Gefühl, was Europa und so angeht, weißt du? Mhm. Dass da jetzt immer mehr kommen wird. Und ich hatte auch damals, 2020, bei Corona schon ein komisches Gefühl. Mhm. Und nach 2 Jahren, 3 Jahren fangen die Leute auf einmal an, das genauso zu sehen, wie ich das damals gefühlt habe, so, mhm, weißt du? Und ich hatte auch damals schon das Gefühl, dass es damit nicht getan ist, so. Dass es auch nicht aufhören wird, sondern dass es immer schlimmer wird. Und man sieht, dass es immer schlimmer wird, weißt du? Es kommen immer mehr Themen rein, so. Mhm. Es hat angefangen mit Corona. Auf einmal ging der Krieg los. Naja, der Krieg geht eigentlich schon seit 2014, was viele auch nicht wissen, also beschäftigt euch damit. Aber auf einmal wird das Thema in die Medien so krass aufgebauscht und natürlich auch durch die Aktion von Putin, dass er dann nach Ukraine reingegangen ist und so. Also das Thema ist nochmal neu aufgekommen. Dann kommen noch ganz andere Themen, wie diese ganze Energiesache in Deutschland, so, weißt du, mit Strom, mit Gas, mit Heizen und so. Was auch wieder so ein Thema ist, wo die ersten Leute jetzt schon sagen, dass bald irgendwie sowas wie ein Klima-Lockdown kommt. Dass die sagen, du darfst jetzt keinen Strom mehr benutzen oder du musst jetzt zu Hause bleiben und du darfst mit deinem Auto nicht fahren, weil wir das Klima schützen müssen und solche Sachen, weißt du? Und jetzt die ersten Unternehmen aus Deutschland schon abhauen und ihren Sitz nach Amerika verlagern. Große Unternehmen wie BASF und so. Und damit die ganze deutsche Industrie gerade kaputt geht auch, weißt du? Deswegen habe ich das Gefühl, da kommt, auf unser Land kommt nichts Gutes zu gerade, weißt du? Und wir spielen das einfach alle so mit und lassen das einfach zu und das will ich nicht, weil, wie gesagt, wir als Volk haben auch eine gewisse Macht und wenn wir nicht mitmachen, dann können die es auch eigentlich einfach so durchziehen. Deswegen wacht auf, erhebt auch eure Stimme so, steht für das Gute auf, seid trotzdem liebend, keine Gewalt, keine, weißt du, keine negativen Sachen, aber man kann ja reden. Und das wird ja einem auch schon schwer gemacht in Deutschland. Sobald du Dinge erzählst, die nicht dem entsprechen, was Mainstream-Narrativ gerade ist, so, wirst du als Nazi hingestellt, egal ob du schwarz bist oder nicht, weißt du? Das ist doch krank, weißt du, was ich meine? So. Ja, voll. Also die haben so ein richtiges, mittlerweile bauen die so ein richtiges, so ein richtiges Gedankengefängnis auf, weißt du? Die Menschen trauen sich nicht mehr, das zu sagen, was sie denken. Mhm. Weil sie denken, dafür werden sie in eine gewisse Ecke gedrückt oder passiert irgendwas, werden gecancelt, Leute trennen sich von denen und so. Deswegen, Leute, die gewisse Sachen denken, trauen sich die Sachen nicht mehr auszusprechen. Und das ist der Anfang vom Ende. Mhm. Wenn eine Gesellschaft nicht mehr sich traut, die Sachen, die sie denkt, auszusprechen, dann ist sie dem Untergang geweiht. So, weißt du? Wir müssen die Sachen, die wir denken, aussprechen. Dürfen auch. Es kann nicht sein, dass man wegen Dingen, die man sagt, auf einmal eingeschränkt wird, seinen Job verliert und solche Geschichten, weißt du? Und ich glaube, das wird immer mehr so werden. Leute reden ja schon von so einem Social Score System, wie in China, dass wenn du gewisse Sachen gegen die Regierung sagst oder irgendwas sagst, kriegst du Negativpunkte in deinem sozialen Punktesystem und darfst dann nicht mehr in gewisse Locations rein oder darfst gewisse Dinge nicht mehr tun, wie Reisen und sowas, weißt du, was ich meine, so? Und Leute haben sich jetzt schon dran gewöhnt mit diesen ganzen QR-Code-Scannen damals bei der Corona-Zeit und so, dass man irgendwas vorweisen muss, damit man gewisse Sachen machen darf. Und wenn du das nicht vorweist, dann darfst du die Sachen nicht machen, so, weißt du? So gewöhnt man sich langsam an so eine Scheiße und das entmenschlicht uns alle, so. Das treibt uns alle vom normalen, echten Menschsein weg. Und das will ich nicht, dass die Leute das mit sich machen lassen. Ich schwör's dir, hört auf. Macht das Spiel nicht mit, so. Egal, was ihr denkt und nicht denkt, akzeptiert, dass ein anderer Mensch eine andere Meinung hat. Der ist kein schlechterer Mensch, nur weil er eine andere Meinung hat. Auch Leute, die dem widersprechen, was ich sage. Ich liebe die trotzdem. Das sind auch Menschen. Wir sind dieselbe Familie, so, weißt du? Ist doch egal, ob einer eine andere Meinung hat oder nicht. Man muss ihn doch nicht canceln oder irgendwie schlecht darstellen oder beleidigen und so, nur weil er eine andere Meinung hat, so, weißt du? Ich meine, das ist nicht das, was wir mit uns machen lassen sollten. Weil das wollen die nämlich genau, dass wir das tun. Dass wir uns spalten. Divide and conquer. Spalte, teile und herrsche, weißt du? Teil die Menschen und es kommen ja immer mehr Sachen, die Menschen spalten. Die Sachen, die ich eben aufgezählt habe. Dazu kommt diese ganze Gender-Geschichte und so. Das spaltet auch wieder. Männer und Frauen kämpfen mittlerweile extrem gegeneinander, so, weißt du? Das sind alles Dinge, die dazu da sind, um uns noch mehr voneinander zu trennen. Lass das nicht zu. Hm. Ich schwör's dir. Ja, finde ich auch wichtig.
Wichtige Message. Nee, wirklich jetzt. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Message, weil das ist der Untergang, wie du schon sagst. Weil gemeinsam sind wir halt stark. Sind wir. Ist so. Ne? Und jeder denkt halt immer, ich, ja, aber was meine Meinung ist jetzt, bringt auch nichts, bewirkt auch nichts. Ja, aber jeder Einzelne ist ja wir. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, das jeder ist Einzelne trägt ja was dazu bei. So. Und das finde ich auch immer schade, dass man... Ihr nehmt euch eure eigene Macht weg, wenn ihr sagt, ja, alleine kann ich nichts bewegen. Mhm. Bruder, wenn du alleine, wenn du zu dem stehst, was du sagst, zu dem, beziehungsweise zu dem stehst, was du denkst und das auch aussprichst, so, und du true to yourself bist und andere Menschen eventuell damit ansteckst, wenn du selber schon hinterfragst und vielleicht einen nur ansteckst, der irgendwie der nächste krasse Motivationsspeaker wird, der auf einmal Millionen Menschen beeinflusst, mhm, willst du mir jetzt sagen, dass der Einzelne nichts bewegen kann? Mhm. Weißt du, was ich meine, so? Das kannst du auch nicht sagen. Mhm. So. Ja, ich werde jetzt nicht vegan, zum Beispiel jetzt auch so ein Thema, ich werde nicht vegan, weil ich alleine kann ja nichts bewegen. Ey, weißt du, wie viele Leute ich schon damit angesteckt habe, die jetzt auch vegan sind? Genau. Und wie viele Leute die wieder angesteckt haben, weil teilweise weiter, waren die Leute auch in der Öffentlichkeit so. Mhm. Ja. Damit hast du doch schon was Gutes getan. Mhm. So. Deswegen nimm nicht die Macht von dir selber weg. Ein einzelner Mensch kann die ganze Welt verändern, meiner Meinung nach. Mhm. Ist ja auch so. Gibt es ja auch in der Geschichte. Es gibt ja gewisse Menschen, die sind weltbekannt und die haben viel verändert. So, über die reden wir heute noch, obwohl die tot, mhm, sind. Da gibt es viele von. John F. Kennedy, Tupac, Bob Marley. Da gibt es viele von. Bruce Lee. Mhm. Da gibt es einige von, meiner Meinung nach, die als Einzelne bis heute noch was bewegen, so, und, mhm, die Welt verändern. Mhm. Zu einem Guten. So. Weißt du? Ja. Ja. Ja, Mann. So. Was geht? Das war gut. Ist kaputt, gell? Ich bin ein bisschen. Nee, ist okay. Ich habe jetzt den zweiten Van Talk. Ich habe einen mit Laura anderthalb Stunden, einen mit dir jetzt. Auch anderthalb Stunden oder so. Nee, ist okay. Aber ist gut. Ich bin nur, ich faste halt, ne? Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen langsamer unterwegs. Bisschen so, ne? Man fährt runter. Man fährt runter. Ah ja, okay, ja, merke ich. Ne? Man fährt runter. Ich kann zuhören, ich kann mich konzentrieren auch. Ja, ja, ja. Mein Kopf ist super da, aber ich merke, ich bin sehr so. Ja, 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 also schön, angenehmes Gefühl. Okay, gut, gut. Aber ich bin auf jeden Fall. Ey, jetzt kommt immer mehr gerade raus. Ja, willst du noch was sagen? Hast du noch was? Es gibt einige Themen, Mann. Ich habe mich in letzter Zeit mit so vielen Sachen beschäftigt. So, wir könnten jetzt in 1000 Themen noch reingehen. Ja, ja. So. Wirklich in 1000 Themen. Und ich habe auch überall was auf dem Herzen, um was zu sagen. Mhm. So. Bei jeder Geschichte. So. Egal, ob es die Kriegssache ist, ob es Corona ist, ob es Gendern ist, ob es... gibt es ganz viele Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige. So. Mhm. Auch antike Zivilisation und generell Theorien und so. Weißt du, wie ich meine? So. Da gibt es echt viel so. Checkt es auf jeden Fall ab auf dem zweiten Kanal. Ja. Seht Twitch ihr. Bist du ja auch mal live. Ja, genau. Jeden Tag live auf Twitch. Checkt es auch auf jeden Fall aus, wenn ihr Bock habt. Ja. Und ansonsten, nee, eigentlich passt es so. Passt so für mich. Wenn du nicht noch eine Frage hast oder so. Ich glaube gerade nicht. Nee. Es war viel, du hast viel gesagt und wichtige Sachen gesagt, meiner Meinung nach. Brauche ich gar nicht so viel fragen, weil es hat sich einfach gut ergeben. Das sind wichtige Themen, weil ich stehe sowieso zu diesem ganzen Bewusstsein extrem. Ich finde, das ist auch der Schlüssel, um die Welt zu verändern. Wenn jeder bewusst sein würde, würde sich alles verändern. Und dann gäbe es auch kein Leid mehr. Das wäre einfach dann nicht mehr so, weißt du? Das ist einfach so. Was ich nochmal sagen will, noch zum Schluss vielleicht, weil man merkt ja, ich beschäftige mich mit vielen Sachen, die auch relativ negativ sind, in Anführungszeichen, ne? Wo die Welt sich gerade hin entwickelt, was mit der Politik abgeht, Krieg, bla bla bla, diese ganzen Sachen. Was mir halt bewusst geworden ist, ist, wenn du das kombinierst mit dem Bewusstsein, wenn du das kombinierst mit diesen spirituellen Geschichten, dass du weißt, dass du nicht deine Gedanken, alles, was wir vorher besprochen haben, dass du es schaffst, bewusst im Moment zu leben, dann macht es dir auch viel einfacher, dich mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil ich bin überzeugt davon, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigen muss, damit ich darüber reden kann, damit ich andere Menschen vielleicht aufwecken kann. Mhm. Weißt du? Mhm. Aber mir tut es zum Beispiel, damals tat es mir nicht gut, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen, mhm, weil ich mich damit identifiziert habe. Ja. Mit den Gedanken und mit diesen negativen Vibes, die damit einhergehen. So, weißt du? Mhm. Mittlerweile, ich rede darüber jetzt, ich lasse das raus. Mhm. Irgendwann heute am Tag oder heute Abend mache ich dann wieder meine Meditation oder meine Dinger, die mich wieder zurück in mein Bewusstsein reinholen und dann ist alles wieder gut. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Weil früher war es bei mir auch so, dass ich über manche Dinge nie reden wollte, weil ich gedacht habe, oh nein, ja, das sind negativ. Jetzt schlechte Energie, ist nicht gut für mich. Und mittlerweile kann ich das trennen. Weißt, ich, so wie du sagst, ich identifiziere mich nicht damit. So. Dass so wie du bist halt der Beobachter und das ist dieses Bewusstsein, dass du beobachtest, was du tust, was passiert um dich herum, mit wem du bist, was kommt für ein Gefühl in dir hoch. Das ist ja auch so...
powerful auch mit den Emotionen. Mhm. Ganz kurzes anderes Thema, ja, aber erzähl, es gibt erzähl. Ja Menschen, die haben so, ich hatte ja auch sowas, so eine Essstörung, sag ich mal. Mhm. Fasten hat mir halt geholfen dabei. Das ist so, warum hast du das? So, egal ob das Essstörung ist oder Drogen nehmen oder Spielsucht, irgendwelche Süchte, okay? Wo du dich dann flüchtest. Das ist, weil wenn du Angst hast, ein Gefühl kommt in dir hoch. Was passiert? Oft, du hast das Gefühl und du denkst, du musst dich jetzt ablenken davon, musst irgendwas tun, zum Beispiel essen. Du musst es wegbekommen, ne? Genau, aber was interessant ist, wenn du so bewusst bist, du beobachtest das Gefühl, du beobachtest, wo das herkommt, du beobachtest, wo es in deinem Körper sitzt, du guckst, was passiert, wenn du das fühlst und ja. du siehst, oh, es passiert gar nichts Schlimmes. Gar das geht sogar dann weg. Ja, das geht nämlich dann weg, ja. weil du es anguckst. Also ja, du, und du nimmst es auch an. Du kämpfst genau, nicht dagegen. Du nimmst es an und das ist der Schlüssel. Und das ist so, so powerful, weil ganz, ich weiß, ganz viele Menschen, die sind in Süchten verloren, die kommen da nicht raus. Ja, die ruinieren ihr Leben damit. Warum? Weil sie mit ihren Emotionen nicht umgehen können. Und wenn du bewusst wirst, beobachtest du die. Und ja. genau das ist es, nicht identifizieren damit, sondern ja. alles beobachten. Das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, der dir dein ganzes Leben verändern kann. Komplett. Ne, dieses Beobachten, in diese Haltung gehen, so wie auch Eckhart Tolle sagt. Ja. beobachten. Und das finde ich wichtig, dass du das gerade angesprochen hast, sich nicht damit zu identifizieren. Yeah. Dann kannst du auch mit Leid und mit schlimmen Dingen auf der Welt besser umgehen. Darum geht es ja. Und ich bin überzeugt davon, dass manche Menschen sich genau mit diesen Sachen beschäftigen müssen, damit diese Sachen weiter nach außen getragen werden. Auch das Leid und die negativen Sachen auf der Welt. Aber diese Menschen, wenn du dich anfängst, damit zu beschäftigen, beschäftige dich parallel oder am besten vorher schon mit diesem anderen Thema, die wir angesprochen auch, haben. Mit genau. Bewusstsein und identifizieren mit den ganzen Sachen und so. Weil wenn du das parallel machst, dann kannst du dich auch damit beschäftigen, ohne dass es dein Leben irgendwie kaputt macht oder so. Weil ich beobachte auch Leute, die zu tief in irgendwelche Theorien reingehen und sich da drin verlieren und dann irgendwann wirklich verrückt wirken und mit denen kannst du nicht mehr reden und so, weißt du, wie ich meine, so, weil die sich auch halt dann komplett sind sehr schlecht und voll. Immer den Fokus auf das ist alles schlecht und nur darüber reden, damit hilfst du aber auch nicht. Nee. Weißt du, das Problem wird damit auch nur größer eigentlich. So. Safe, hundertprozentig. Hundertprozentig. Und ich wollte glaube ich noch mal irgendwas sagen zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Beobachten. Mit diesen Abhängigkeiten und Beobachten und so. Emotionen. Identifizieren. Ja, genau. Was ich auch mache oft, ist so, mal alles loszulassen, wirklich, weißt du? Mhm. Alles. Dein Namen, dein Alter, alles. Alles loszulassen. Ist auch, ne? Was bist du denn, wenn ich jemanden frage, wer bist du? Stefan, du hast keinen Namen, kein Alter, kein Beruf, kein was. Und das zu machen mal, das mal zu spüren auch. Weißt du, wie viel Last dir von deiner Seele runterfällt, wenn du dich mal aufhörst, mit allem zu identifizieren? Dass du dich wirklich mit gar nichts mehr identifizierst und einfach nur noch sein bist, quasi so. Spirit, so. Reines. Letztens hatte ich das auch. Letztens habe ich das zum ersten Mal eigentlich richtig gemacht. Da hatte ich richtig so einen Druck auf meiner Zirbeldrüse hier so. Und da war ich nichts mehr. Weil ich auch vorher wieder so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, okay, fuck, die haben mein YouTube-Video eingeschränkt und warum und bla bla bla. Und so eine Sache, weißt du, wie ich meine? So. Und dann habe ich wirklich alles, scheiße auf YouTube, scheiße auf Leon, scheiße auf mein Alter, scheiße, alles weg. Alles weg. Das war geil. Fühlt sich leicht an irgendwie, ne? Das ist die Schwere. Ja, dann Druck fliegst du. Ja. Ich schwör's dir. Dann fliegst du. Ja, das ist interessant. Das Ding ist aber auch so, wie jeder sagt, Kurt Tepperwein und so, wir kommen halt hierher auf die Erde. Wir haben uns das irgendwo ausgesucht, diese Erfahrung zu machen. Du wolltest auch dieser Leon Lovelock, also dieser YouTuber sein. Du wolltest die Message darüber wegbringen. Dann hast du halt diese Hindernisse und auch mal schlechte, ne, wo du alles anzweifelst und so. Aber du weißt trotzdem insgeheim, okay, das ist aber etwas, was ich mir ausgesucht habe. Mhm. Und irgendwie, es ist einfach interessant, das alles zu beobachten. Einfach zu beobachten, wer du bist, was du dir ausgesucht hast, was du hier so machst. Und ich sehe das manchmal ein bisschen wie so ein Spiel. Und dann, wenn ich die Ernsthaftigkeit mal ein bisschen davon wegnehme, dann fällt mir auch alles viel, viel leichter. Und dann passiert das auch nicht mehr, dass du das, also durch dieses Weggelassen dieser Ernsthaftigkeit, verfällst du, glaube ich, auch nicht in so eine Sucht und eine Depression, weil du einfach, wie gesagt, du hast eine andere Beziehung zu dir und dem Ganzen. Das passiert halt dann durch das Bewusstsein wieder. Das ist halt so angenehm.
Es ist wirklich so angenehm, weil dann kann auch keiner kommen und dir das Leben zur Hölle machen, weil der dich wieder irgendwie anmacht, beleidigen will, runtermachen will. Es passiert nicht mehr. Du siehst alles. Es ist so, wie du hörst das, siehst das, aber du bist das nicht. Du hast das Gefühl, wie du guckst was im Film. Kennst du das, wenn du einen Horrorfilm guckst, du denkst, oh, ist das schrecklich, aber irgendwie berührt dich das nicht, weil das ist ja weit weg. Aber irgendwie bist du auch mittendrin. Ja, okay, ich gucke eigentlich auch keine. Aber jetzt irgendetwas, was du... Ich hasse das, Digga. Ich guck das jetzt auch nicht, aber viele machen das ja. Die machen da, wo ich mir denke, wie kannst du das? Die sind ja nicht, also weißt du, das ist so, wie du siehst was von der Ferne. So ist das dann. Wenn dich jemand beleidigen will, so, du siehst das wie von der Ferne, es tut dich nicht berühren. Safe. Und das ist halt, wenn du der Beobachter bist. Ja. Das ist halt auch voll der Gamechanger, diese Erkenntnis, finde ich, dieser Beobachter sein. Ja, Digga. Das kann dein Leben verändern. Ich frage mich auch, ob andere Leute das so verstehen. Weißt Doch, du, gibt schon einige, ja? die das verstehen. Einige gibt es, die es verstehen, andere nicht so. Aber was ich bei mir merke, ist immer so, ich habe guten Zugang zu Menschen irgendwie, wenn ich rede und wenn ich was erzähle. Ich gerade diese Community auch, die gar nicht mit diesen Themen zu tun hat. So, die kommen ja eigentlich, viele von meiner Community kommen ja, wir kommen ja aus dem Hip-Hop-Bereich, aus dem Rap, aus diesem Entertainment und so. Yeah. Nichtsdestotrotz gibt es da voll viele, die sich das voll gerne anhören. Und ich glaube immer mehr und immer weiter, ich kriege das immer wieder im Chat, ey Bro, du hast mein Leben verändert, Bro, wegen dir bin ich jetzt so, dies, das, bla bla bla. Also ich glaube schon, dass man das Menschen verständlich machen kann. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Kurt Tepperwein mit mir überhaupt geredet hat, so. Damit ich das weitermache, auch was er gemacht hat. So, weißt du? Ich glaube, er hat sein jüngeres Ich auch ein bisschen in mir gesehen. So. Weil er sagt, er macht keine Gespräche nur noch mit Freunden und mit Leuten, wo er wirklich spürt, so, ich muss dieses Gespräch das jetzt machen. So, weißt du? Halt mit dir. Wir haben das aber manifestiert. Safe, manifestiert. Ich denke es wirklich. Das war, glaube ich, auch schon ausgemacht. Das haben wir schon im Universum irgendwo ausgemacht, dass er irgendwann mit mir diesen Talk machen wird. Ja, wenn ich ihn angucke, ich sehe auch mich in ihm. Ja? Ja, du einfach. Siehst dich so später, ne? Wenn ja, du später, so, ja, das könnte ich mir auch. Könnte ich dich auch sagen. Er hat auch diese Ausstrahlung so. Ich meine, wenn du wirklich bewusst bist und ihm zuhörst und ihn richtig anguckst und so, eigentlich, ich glaube, jeder könnte sich in ihm sehen. Ja, ich glaube, ich kann mich das auch sehen. Weißt du, so in 40 Jahren, wenn ich so weitermache mit diesen ganzen Themen, mich damit beschäftige und so und das Gefühl habe, ich will diese Message weiterbringen, weil er macht ja in seinem Alter, überleg mal YouTube und sowas. Ja, ich weiß, dass ich das mache. Also ich weiß, dass ich mit 80, 90 noch meine Podcasts machen werde, wahrscheinlich sogar noch streamen werde, da im Stream sitze, Digga, und dann den Leuten mein Knowledge und meine Wahrheit so mitgebe, so, weißt du? Geil. Ja, safe. Das ist meine Aufgabe hier auf der Welt. Ich weiß das. Das mache ich, bis ich sterbe. Ja, Mann. Na, Mann. Geil. Guter Talk. Ja, guter Talk. Fühl ich. Abonniert auf jeden Fall den Kanal hier, meine lieben Freunde. Lasst Justine mal ein bisschen Liebe da. Ja, Klicks, Mix, dies, das, bla, bla, bla. Supportet mal. Die gibt sich echt Mühe. Ja. Ich krieg das mit. Supportet. Supportet die Arbeit hier. Danke. Ja, war ein guter Talk, was soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall, ich werde mit dem Leon bestimmt nochmal einen Talk machen, vielleicht mal über ein bestimmtes Thema auch. Das war jetzt so eigentlich, Van-Talk ist ja immer so, erzähl mir deine Geschichte, was ist bei dir passiert, dein Weg und so. Wir können auch mal ein paar Themen nochmal irgendwann vielleicht ansprechen. Kann auch mal streamen zusammen. Das wäre geil. Ja. Mal einen Livestream machen bei 100 dir. Pro. Ja, das machen wir mal. Machen wir safe. Cool. Ich bin ja jetzt da. Ja, Leon ist da. Keiner weiß, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, es wird gut. One love, meine lieben Freunde. Ich liebe euch alle. Ja, das war's. Dankeschön für deine Zeit, für die Inspiration. Gerne, immer wieder gerne. Okay, das war's. Bis zum nächsten Talk. Van Talk it out, man. Yeah.